Statt eines Zitates, wo wir immer drauf schauen, dass wir den Urheber korrekt nennen, ja. gibt es heute eine kleine Geschichte, weil wir sind zu faul, ein Zitat rauszusuchen. Es ist so viel Arbeit, immer die Zitate rauszuhören. Deswegen beginnen wir mit einer kleinen Geschichte, die der Alex in drei Sekunden verfasst hat. Hm. Versetzt euch mal in ein Stück Lithium. Lithium? Es ist im Inneren der Erde, hat alle Ruhe und Zeit dieser Welt, verbringt schöne Stunden mit seinem Lithium-Artgenossen. Lithium-Artgenossen. Dann wird es plötzlich dem Erdboden entrissen und begibt sich auf die letzte Reise, hoffentlich in einem von einem mit Lithium-Ionen betriebenen Lithium. LKW, wo es dann zu einer Lithium-Ionen-Batterie Lithium. wird, welche höchstwahrscheinlich in einem Auto oder einem Smartphone mit Lithium-Ionen-Akku endet. Lithium. Dieses wird ein paar Jahre später verstrottet. Aus dem Lithium, Lithium wird wieder Lithium. Lithium. Ende der traurigen Geschichte. Wunderschöne Geschichte, Clemens. Ja, du hast die. Da habe ich mich selber verwirklicht. Das ist brutal, ja. Herzlichen Glückwunsch <laughs> zu Dechtelmechtel. Wir Episo sind wieder da. Und Episode 6. Episode 6 und ich bin ein bisschen übersteuert. So. so. <laughs> Entschuldigung. So. Herzlichen Glückwunsch nochmal. Es freut mich für euch, dass ihr uns sechs hört. Episoden lang angehört habt. Ja, und <laughs> hoffentlich weiter. Und hoffentlich weiter, natürlich. <laughs> ähm, wie tun wir jetzt? Ja, gehen wir gleich zu den richtigen Themen ich, über. Gehen wir gleich zu den Techpics. Ja. ja, ja, gleich. gleich drauf los. Gleich drauf los. Ja. Fangen wir mit deinen ersten an, oder? Das glaube ich. mein ersten, ja, das, ja. Ist, das ist sehr aktuell. Ja. Ähm, Apple will sich von Intel verabschieden. Wahrscheinlich. Kann sein, muss nicht. Man, wie, es wird gemunkelt, deswegen könnte es möglich sein. Also ja, Apple es ist wird. Das, ähm, Intel wahrscheinlich in Pension schicken und selber Prozessoren entwickeln oder vielleicht AMD aufkaufen. Das, äh, du hast gerade das vorweggenommen. Ich habe nämlich eher den Verdacht, weil ich meine, ich weiß Ui, do, es ich ja, irgendein Bagger macht da gerade keine. Also, Ahnung. wenn ihr komische Nebengeräusche hört, das ist die Baustelle neben uns, ja, wo man uns auch hoch ausbauen so genau. Ähm, na, und das Ding ist das, äh, ja. was ich mich da frage, weil Windows hat ja, ähm, es gibt ja ARM-Version von Windows mittlerweile. Ja, die ist schon wieder eingestellt. Nein, die bauen jetzt sogar auf x64-Ding aus. Ja, x64 ist so 64-Bit. Ja, 64 -bit ja genau. Also, das soll jetzt sein. Also, ARM. 64 Es, es, es oder? soll Software, 4, x64 Software-Architektur auf ARM-Prozessoren laufen. Ah, okay. Also, 64-Bit-Arm-Software. Ja. Genau. Echt, das macht Windows. Ich das meine, macht die Win haben sich verabschiedet von dem? Na, das haben Sie jetzt extra wieder neu gemacht für das ganze Windows auf jeden Gerät-Strategie. Ah. Ähm, ja. Und jetzt ist eben die Frage, was Apple macht, ob sie eben ein Ding wäre für mich, was. Eigentlich sehr naheliegend wäre, dass sie wirklich AMD aufkaufen. Oder AMD die Prozessoren fertigen lassen. Das ist noch ja, sehr nah AMD ist ja kein fertiger. AMD ist ein Entwickler. Fertigen, fertigen tut es Global Foundries. Okay, na, bei aber TSMC. Das war jetzt eben die Frage, also weil leisten könnten sie sich ja leicht. Ja, AMD-Kaufen war jetzt nicht das Problem, na ich glaub, das würden wir auch schaffen. Ä <laughs> Ja, halt. ah, weil man übernimmt einfach nur einen Schuldenberg, ja. aber kosten wir da AMD vielleicht einen Euro. Ja, ähm, das Ding, weil Apple hat ja schon lange AMD-Grafikkarten drinnen in seiner Regierung. Das stimmt, ja. Also das war neuerlegend, oder sie gehen halt wirklich komplett auf ARM-Architektur über. Das, äh, weil Man, man, man will kein Photoshop, man will kein Lightroom, man will keine Videobearbeitung auf ARM machen, das geht nicht. Ich weiß, 2020 ist noch lang. Es sind zwei Jahre, aber, ja. aber ich sage immer so: So, so ein Smartphone-Prozessor hat immer noch nur 20. Stil der Leistung von einem, von einem günstigen x86-Prozessor. Ja, das Nein, da kann man noch so viel an der Architektur tun, aber die Rohbauer ist einfach elendig wenig. Das ist, ich, ja, ich frage mich selber, ich stelle mir die gleiche Frage, weil die Gerüchte gibt es ja schon so lange, dass Apple von Intel weggeht, also das ist ja schon, das kommt ja glaube ich so ja, alle zwei Jahre, wird jetzt, das einmal erzählt. Jetzt mal, ja Und deshalb weiß man ja nicht, was da dann im Endeffekt wirklich rauskommt. Ja, ich sage so, also wenn sie auf ARM umsteigen, dann wird es kein 5-Watt-ARM, so wie rein in die Smartphones drinsteckt, dann wird es auf 95 watt Prozessor, dann könnte man vorstellen, ja, ist also super Leistung da. Da werden Milliarden Transistoren verbauen, was <laughs> ich eher klappt, dass sie mit 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 einem äh, äh, eine Kooperation machen. Das könnte schon sein, ja, und dann Kombi-Chip ausbringen. Das könnte auch sein, weil ich meine, Apple baut ja derzeit in die MacBooks als Beispiel einen separaten Prozessor ein für die Touchbar und den Fingerabdrucksensor. Ja. Da ist ja ein eigener Prozessor drinnen. Sowas könnte auch sein, dass sie sozusagen eine hybride strukturarchitektur machen oder irgend sowas in die Richtung. Also ich kann mir vorstellen, dass sie ähm, einen, einen, einen Flotten X86 oder 64-Bit-Prozessor ja. von AMD nehmen, die sind jetzt alle richtig fett und schön ja, unterwegs. Das stimmt. Und dass sie, und dass sie das ähm, sockeln noch, noch mit einer ARM-Einheit, die dann andere Anwendungen oder vielleicht das direkte Berechnen von iOS-Apps oder so weiter übernimmt, dass man es nicht das, demolieren muss. Das kann durchaus sein oder für so Low-Budget-Aufgaben, dass der Prozessor zum gibt äh, nur damit das Betriebssystem läuft. Genau, so. also nur das nur wird sowas. funktionieren. Ja, ich meine vor allem, man muss auch sagen, es macht ja bei Apple keinen Sinn, dass sie derzeit iOS und macOS... So getrennt entwickeln und ja, es wird eh immer mehr. Gemerkt. Es wird also. es, vor allem, man merkt, da ja, dass er ein macOS sozusagen da ist relativ wenig Zeitaufwand oder mhm. dahinter. Also, das wird einmal ja sicher ein Betriebssystem werden, weil glaube, das macht einfach Sinn. Sie machen es richtig nicht so wie Microsoft. Die haben das ja eher ein bisschen ja. Micro, zu Microsoft hat es halt so gemacht, weil sie wenig Hardware gehabt haben. Ja. Apple, wenn Apple das machen würde, dann würden sie sich wahrscheinlich extrem viel von den Umsatz wegschneiden auf ein Ding. Weil? Ja, wenn du jetzt dann quasi, dann brauchst du kein iPad mehr, wenn du auf einem Mac quasi ja das, die gleichen Dinge hast. Ja, aber mit dem Mac lege ich mich nicht ins Bett oder aufs Sofa. Ja, gut, ja kann ich schon, könnte ja. ich wohl machen. Also ich mein, es, das kommt eh später noch der iPad-Thema. Mhm. Ähm, gehen wir dann noch, noch später nochmal drauf ein. Äh, aber na also es ist auf alle Fälle, es ist spannend, was Apple da machen wird in die Richtung. Mhm. Und ich meine, ja, wie schon gesagt, wenn dann alles problemlos läuft, wird es mir jetzt nicht stören, wenn da kein Intel-Prozessor mehr drin wäre. Ja, es, es, es ist ja jahrelang ohne Intel gegangen. Also es waren die PowerPC-Prozessoren ja, genau. drin. Das war vorher und Apple hat das so. hat halt noch. lizenzprozessor lizenzprozessoren ja. von Motorola damals gefertigt. Das hat ja gut und lang funktioniert. Sie haben halt irgendwann keinen Sinn mehr einfach gemacht. Es hat auch irgendwann auch keinen Sinn mehr ergeben, ja. weil die ganzen Softwareentwickler auf mehrere, auf zwei unterschiedliche Architekturen haben programmieren ja. müssen. Und dann war das Softwareangebot irgendwann zu wenig. Ja, ich meine, das ist halt jetzt der Vorteil, dass Apple diese Marktmacht hat, dass wahrscheinlich Softwarestuben das sogar machen würden. Wenn sie jetzt, sagen wir mal, komplett auf ARM gehen würden und da eigene Programmierung nötig wäre, die meisten würden es wahrscheinlich machen. Ja weil einfach zu viel Leiter da dahinter sein. Ja, der Marktanteil ist eigentlich immer noch... Wo liegt der 2%? Also mehr wie Linux, das war sie, ja. Aber bei Mac, glaube ich... Bei den Desktops und Notebooks. Gehen sie auf 10%, glaube ich, mittlerweile. Weltweit? Ja, also so schlecht sein sie gar nicht. Also 10% Apple, 90% Windows und 0% <laughs> Linux. Ist Linux bei so wenig? Ja, 1,6% war das letzte, was sie gehört hat. Aber ist okay. vollkommen verständlich. Also, mein Empfinden nach ist es verständlich, weil, weil es einfach so ein extremer Wildwuchs ist an unterschiedlichen Desktop-Oberflächen, unterschiedlichen Systemen generell, unterschiedlichen Distributionen. Okay, ja, ich, ich einfach keiner auskennt und sich da einarbeiten will. <lacht> <lacht> yes. Ja, ist halt so. Um. Ja, es ist, aber wie schon gesagt, so wenig haben sie gar nicht. Ich glaube, übers iPhone haben sie dann wahrscheinlich recht viele User dazu gewonnen, einfach. Wo? Wer? Apple jetzt dann als Beispiel. Ja. Weil, ich, weil einfach, du hast ja ios geräte und dann ja, sagst du ja. irgendwann, ja, jetzt also, macht es Sinn, ein Mac zu kaufen. Für mich macht es auch Sinn, also wenn ich, voll ich mir ein iPhone kaufen würde. <laughs> Wäre der nächste Schritt, oder? Also, zuerst gibt wahrscheinlich jedes eh iPad. Das ja, du, da hast du keine Alternative. Dann, dann. Das ist so, so <laughs> klar. Dann wäre ich, mir, wär ich mir wahrscheinlich als nächsten Schritt ein iPhone kaufen. Ich will, doch, dass die Preise noch ein bisschen oben gehen. Und dann wird es vielleicht interessant. Und dann ist für mich der nächste logische Schritt: ein MacBook ist halt so. Klar, wenn du im Weil's, Ökosystem bist. Weil das Ö Ökosystem einfach fun funktioniert. Ja. Jetzt bin ich im Linux-Ökosystem mit Android und Ubuntu und da gibt es aber nichts, was zusammenpasst, weil es gibt keine Möglichkeiten, die zwei Geräte einfach in einfachster Weise untereinander zu synchronisieren. Na. Obwohl Sports äh, auf Linux basiert. Ja, ja, das. Aber ja, das ist halt schwierig. Ich, nicht einmal unter Windows, gibt es sinnvolle Möglichkeiten, mit Android zu arbeiten. Also ähm, Android-Fernsteuerung von Windows oder Linux heißt, Geht nicht. <laughs> ja, mein Gott. Ja. Wer will denn das schon fernsteuern? Ja, aber, aber es, es gibt äh, bei iOS oder MacOS gibt es Screen Mirroring Apps, wo man quasi den iPhone -screen Stimmt, ja. aufs, aufs MacBook kriegt. Stimmt, ja. Das ist schon einmal fein, um eine SMS zu schreiben oder, oder WhatsApp oder irgendwas ohne... Das Handy aber zu berühren. Das ist, ähm, das ist eigentlich das ist mein Lieblingsfeature, weil du kannst halt quasi, du bist beim Lab, beim PC. Oder einen Anruf öffnen. Genau, du kannst das alles machen: du kannst jemanden anrufen, du kannst jemand eine SMS schreiben, kannst sie beantworten. Ähm, du kannst ja zum Beispiel das, was extrem fein ist, wenn du, sagen wir, ähm, wenn du da unterwegs gerade auf dein iPhone eine E-Mail tippst, du kommst zu deinem PC, machst da ein eigenes Ding auf: hey, du E-Mail, kannst weiter weiterschreiben, kannst am PC weiter tippen. Ja und brauche ich nicht extra raus, und das Eben, sind so das, feine das, Geschichten. Das sind so Sachen, die für mich äh, ein gesamtes Ökosystem noch wirklich sinnvoll machen, weil wenn alles wirklich so butterweich ineinander verzahnt ist, es funktioniert wahrscheinlich nicht alles, aber es sind halt Features, die mir so abgehen, die ich aber gerne hätte. Es, es hat gebraucht, also, mittlerweile funktioniert super, ja. aber es war mal am Anfang war so, ja, yeah. aber nein, mittlerweile geht es gut, also bin recht zufrieden damit, und ähm, machen eigentlich also Apple macht uh, solide Arbeit ich meine, die Geräte sind halt einfach Schweineteile, das muss man sagen sie wissen was sie verlangen für ihre Sachen das wissen sie auf ja. alle Fälle ja sie sie sie, sie. Ja, geizen nicht. Aber sagen wir so, sie geizen nicht mit Hardware und sie geizen, geizen nicht mit Software-Features. Nein, das und nicht. das lassen sie sich dann auch fürstlich entlohnen. Ich <laughs> fürstlich trifft es gut. Ja. Fürst königlich entlohnen. Ja, ja das, ähm, das ist halt der Preis, den du fürs Apple-Ökosystem zahlst. Ja. Das, ähm, das ist halt einfach so. Gut, dann gehen wir sozusagen einen Schritt weiter. Ähm, Sozusagen, jeder kennt das Problem, gerade wenn man in einer kleinen Stadt, kleinen Dorf wohnt. kein öffentlicher Nahverkehr. Ähm, in Texas gibt es jetzt etwas in Kombination, glaube ich, mit Mercedes war das. Ähm, du rufst da quasi dein, dein öffentliches Nahverkehrsmittel per App und das bringt dich dahin hin, wo du hin willst. Also Taxi. Ja, ein Taxi, was aber irgendwo ein öffentlicher Ding ist und die Fahrt nicht so teuer ist wie ein Taxi. Also, du zahlst ein paar Euro dafür. Also, dort zahlst du jetzt 3 Euro per Trip, also 3 Euro pro Fahrt oder 10 Euro für einen Wochenpass. Hm. Das heißt, so äh, irgendwie schon vorreitermäßig, dass du sagst: Okay, du hast in einer kleinen Stadt, kleinen Gemeinde. Doch auch einen öffentlichen Verkehr in Form eines Kostenwagens, größeren BKWs. Nur ja, nicht schlecht. Also, ich finde den Ansatz, also gerade wenn ich jetzt auf Lienz umlege, würde ich einen recht interessanten Ansatz finden. Ja, Lienz hatte mittlerweile einen öffentlichen Verkehr. Ja, unsere Geisterbusse. Ja, sie sind da, nur nutzt sie keiner. Ja, klar, ich meine, das ist also so sinnlos. In Lienz, wenn ich eine halbe Stunde warten muss, da bin ich überall hingegangen da brauche ich nicht mal auf dem Bus war jetzt ist zu klar für, ja, für, genau, für Verkehr, aber genau ja. sowas war es eigentlich ja. weil doch sage ich okay sagen wir mal ich bin jetzt ein alter gebrechlicher Mann was ich eh schon bin also da brauche ich nicht mal diskutieren. diskutieren. Ja, alt nicht aber gebrechlich und alt <laughs> ich fühle mich zumindest alt ähm, körperlich ja. ähm, und das war perfekt weil da sage ich na okay ich muss jetzt dahin na ja nehme ich den bus hole ich mir den per App, der bringt mich, sagen wir, keine Ahnung, zum Interspar, sagen wir ja. jetzt einfach mal. Kostet mit 2-3 Euro. Ja. Oder wenn ich jetzt öfter, wenn ich sage, ja, die Woche muss ich öfter fahren, kaufe ich mir Wochenkarte und erledige meine Sachen damit. Ja, eigentlich, eigentlich. Also für Liens perfekt. Für Liens war das echt eine geniale Lösung, ja. Also das habe ich deshalb mal mit aufgenommen, weil ich mir denke, es ist ein interessanterer Ansatz, als so Riesenbusse in Liens zu machen, ähm, weil das ist ja beim Nahverkehr immer das Problem, du brauchst sozusagen diese extreme Taktung, das heißt zehn mhm. Minuten, Viertelstunde, sonst nutzt ja eh keiner. Mhm. Und das, das ist einfach extra. Eine halbe Stunde ist schon deutlich zu viel, weil in einer halben Stunde spaziert man eigentlich vor. Da bist du in Lienz überall. Also außer du bist jetzt von wirklich. In Westen, du bist nicht mobil. Ja. Nachher, okay, dann bist du aber eher auf ein Taxi angewiesen, weil dann kommst du im Bus auch nicht mehr rein. Eben, ja. Ähm, ich ich, ich denke, die Idee jetzt weiter. Wer, wer nutzt bei uns hauptsächlich Busse? Ältere Menschen. Ältere Menschen, ja. Ältere Menschen werden kaum eine App verwenden, um, um sich dort den, den Minibus zu besorgen. Oder die, das, das Mini. Ja, das bringen wir schon bei. Okay. Also man darf verleiten ja immer so von, von. Das ist sowieso ein interessanter Punkt, weil mir fällt halt immer mehr auf, ähm, wenn du eigentlich heutzutage keine App kannst, du bist teilweise echt von der Welt ausgeschlossen, so von gewisse Sachen. I ja. Also nein, ich man. Mein, das fängt jetzt halt immer mehr an, weil es wird halt alles immer mehr auf online umgestellt, etc. Ja, aber ein Freund von mir weigert sich strikt, ähm, sein sei Feature-Phone wegzutun und, und uh, Android oder iPhone oder sowas zu kaufen, weil er braucht weder Online-Banking am Phone, noch braucht er WhatsApp, noch ja. braucht er Tinder, wobei Tinder war für ihn gar nicht so schlecht. <laughs> Naja, das ist ja, ja jetzt durch den Facebook-Ding, ist ja jetzt, das funktioniert ja eh nicht mehr so ja, richtig. Ist, ist egal. Aber er braucht das nicht, weil alles, alles was er macht, macht er dann sowieso am Stand PC. Ja gut, am Stand PC hat er ja die Möglichkeit, dass er den Service noch nutzen kann, ich, theoretisch. Aber wenn, ihm, wenn er das auch nicht mehr hätte, dann, dann. War er weg. Dann, dann kann er weg, ja. eigentlich kannst du in der Welt nicht mehr weg. teilhaben. Also das, das finde ich schon, ähm, das ist so ein Problem auch für die Zukunft, hm. weil du hast halt diese diese älteren Menschen hast du halt einfach nur die jetzt quasi, die müssen aber irgendwie einmal in diese Ökosysteme reinbringen, dass sie die Services nutzen können. Ja, mein Opa nutzt zwei iPad. Das finde ich super. Also ja. das ist, ähm, wann hat er angefangen mit, mit 74 oder 75 hat er. Wie lange hat er gebraucht, bis er es kennen hat? So? Ach, ich glaube, seine Enkel haben ihm das dann gezeigt. Also die, die im gleichen Haus wohnen, der hat es ja. mal, Okay. klar mal raus ja, das ist, ist, also wie gesagt, das ist für so. iPad ist genau ein Beispiel dafür. Ähm, ich glaube, wir machen jetzt gleich einen kleinen Schwenk dazu deinen Achso, das ziehen wir das Thema vor, oder? Ja, weil jetzt haben wir schon so oft angeschnitten. Jetzt haben wir so oft iPad gesagt, jetzt müssen wir gar wirklich wo, näher drüber reden. Wo hast du schon das Ding da versteckt? ich glaube, das habe ich irgendwo bei den Gadgets, oder? Ja, ja, stimmt, bei die Gadgets hast du. Ah, ja, äh. stimmt. Ähm, weil sozusagen das iPad ist ja wirklich. Ich meine, der Apple hat ja jetzt das neue Standard-iPad vorgestellt. Ja, super ähm, Preis. So 349 Euro, glaube ich, ist dabei, oder? Was die kleinste Version jetzt kostet. <laughs> also gibt es schon ab 335 zu kaufen. Ähm, ja, bleiben wir mal beim Apple-Originalpreis. Äh, 349, ja. Ähm, das ist so günstig Das ist eigentlich so günstig wie letztes Jahr oder so günstig wie noch nie. Mhm. Ähm, ich glaube, da ist fast jedes Android-Tablet, was ein bisschen Leistung hat, ist drüber vom Preis her. Ja. Definitiv. Und ähm, das ist im reinen Tablet-Bereich ist das, das Maß aller Dinge, da kommt nichts zu, ja. zu wie. kein Android-Tablet kommt dazu allein schon vom Preis-Leistungsverhältnis ja. her keine Chance. Also, das ist, ähm, und das sieht man eigentlich, ich meine, da ist eh die Frage schon. Ja, was willst du da noch großartig machen bei einem Standard-IPad? Das ist. Ja, also sie haben jetzt äh, alles drin. Also es gibt jetzt die, die Bedienung Pen. mit dem Pen, mit, dem, mit der Stift. also die Stiftung. Der kostet halt 100 Euro der extra. Kostet halt 100 Euro, ja. ja. Man muss es ja nicht kaufen, aber Nein, man hat jetzt die Möglichkeit. Du hast die Möglichkeit. Ähm, es gibt ähm, von third party anbieter ähm, Hüllen mit eingebauter Tastatur über Bluetooth verbunden. Ja, 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 dann verwenden ja, von mir aus. Ähm, ich sag halt so, Apple. Für Apple ist das jetzt zwar kein Verlustgeschäft, die kalkulieren Nein, schon, dass es kein Verlust ist, aber sie haben da nicht mehr so am wie. Nein, auf den Ding, ja, äh, um, Ich mein, Also, sie rucken das jetzt in den breiten Massenmarkt. Ja, rein. also, das ist klar, das ist einfach so der Klassiker halt wieder. Sie haben ein Einstiegsprodukt für die Apple-Welt, das haben sie immer. Ja. Ähm, das ist beim iPhone halt das iPhone SE und damit holen sie einfach Leute halt ab. Mhm. Und, und vor allem der, was das erste, der, was jetzt ein iPad kauft, Du hast halt wirklich schon gesagt extrem gute Chancen, dass der irgendwann einen Mac kauft. Ja eh. Oder dass er ein iPad Pro irgendwann kauft. Das hast extrem gute Chancen. Also im, im, im Tablet-Bereich ist für mich also das Apple, also ist iPad jetzt nahezu alternativlos. Du, du Reines es Tablet, ja. Hybride Dinge hybride gibt ne? ja. es andere. Es gibt vereinzelt und zwei Android-Tablets, die preislich ungefähr in der Liga ja. sind und technisch von der Ausstattung her ungefähr in der Liga sind. Da gibt äh, Lenovo IdeaPad 7 oder sowas. Ja, aber du kriegst keine 5-Jahr-Updates. Äh, Tab 4 Plus oder ä, ä, ja, Tab ja. 5 Plus. Ja. Keine Ahnung, wie es heißt. Das geht so in die ja. Richtung und die Samsung Galaxy Pad oder wie das heißt. Ähm, ist halt bei Borden so mit den Software-Updates. Ja. Naja. Also 5 Jahre lang wäre es definitiv nur... Wahrscheinlich bei Apple, ich weiß nicht, sagen wir mal 3 Jahre kriegst du garantiert. Ja. Wahrscheinlich eher 4 oder 5. Mhm. Ähm wo man halt wieder bei die software updates sind ich weiß mir ja, je, jedes, jedes mal jedes Morgen, aber so, das ist echt ein trauriges thema eigentlich. Yeah. also das ist ähm, das sind halt leider notwendig waren die software updates so kann man nichts machen das yeah. ist halt ja also das gehört dazu ja yeah. ähm, na und da ist halt dadurch da halt echt also ich glaube android hat ja auch den tablet sektor aufgegeben eigentlich weil da kim ja ich, das, da kommt ja auch kein sinnvolles Update mehr von Seiten von Google jetzt irgendwie im Tablet-Ding. Naja, das Betriebssystem ist hier jetzt so ausgelegt, dass es wurscht ist, was man die weiß, dass man es verwendet. Also, du brauch, die brauchen jetzt auch keine Korrekturen machen, dass es auf ein Tablet besser läuft oder aber es gibt schon, also es, ist, es gibt immer noch ein tablet -Schwämme. es ist je, jeder jeder größere Hersteller oder No-Name-Hersteller haut ein Android-Tablet außen. Aber alle halt mit recht fragwürdigen Spezifikationen. Eben, ja. Teilweise eine, eine 70-Euro-Tablet, ähm, wo man sich denkt, puh, da war mein, 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 mein Smartphone vor acht Jahren besser ausgestattet. Ja, ja, 6, das ist, ja, ähm, ähm, ja ob sie jetzt einen Markt aufgeben haben, weiß ich nicht. Es war ja jetzt nicht so schwer äh, als mit Android, was in, an sich ja gutes, funktionierendes Betriebssystem ist. Es war ja jetzt nicht schwer, du auch im Tablet-Markt mitzumischen. Man muss halt seinen Kunden zwei, drei Jahre Software-Updates garantieren. Es ist halt leider mal so. Ja, das ist. Es gibt so. halt das ist ein Gerät, das andauernd mit dem Internet verbunden ist. Es Richtig. gibt Sicherheitslücken noch Lücken noch und nöcher in Betriebssystem und Apps sowas braucht einfach Updates, damit nicht irgendwann als Zombie-Gerät Spam, <laughs> Vi Spam verschickt, Viagra-Spam verschickt oder ähm, keine Ahnung, was die ganzen Zombie-Devices... Ja, aber so was man man dann ohne die ganzen Viagra- Spam-E-Mails? Ich würde mal ja, keine Ahnung, was bei mir schlandet das eher aus dem Spamfilter direkt. Also, Nein, es gibt immer wieder so Phasen, da kämen einmal ein paar durch, dann kämen aber gleich recht ja. viele und die Phasen sind dann auch so Android-Tablet, ja. das keine Updates mehr kriegt hat und, und zu genau Spam-Schleuder verkommen ist. Ja, genau, das ist dann merkt man wieder okay, wieder ja. mal eins, was ja, gehabt hat. Ja. Aber ja, das ist, das ist glaube ich das, was ähm, das Interessanteste wäre, weil ich sag so, mein, mein iPad Air 1 noch immer. Und das glaube ich ist jetzt vier, vier oder fünf Jahre alt. Hm. Ich habe noch immer Updates gekriegt. Ähm, es ist natürlich langsamer geworden, aber es reicht komplett für die Zwecke, was ihr Tablet benötigt. Das ist einfach halt wirklich, wenn man neben dem Fernseher sitzt, gerade mal irgendwas nachschauen im Internet, das geht problemlos noch. Hm. Oder wenn man über, glaube ich, wir haben CFCs so gespielt, dass wir über Teamspeak kommuniziert haben, habe ich einfach, während ich meinen Xbox-Controller in der Hand habe, hab, einfach das Tablet genommen, Teamspeak drauf und Headset dran und das kann es auch noch immer problemlos. Ja, stimmt. Und ja, da brauche ich kein neues Tablet, einfach dafür, da tut es das noch immer leicht. Was mir jetzt bei der Frühjahrspräsentation von, von Apple, also die war ja nicht einmal public und eigentlich war es ja ey, ist, war die ganze Präsentation eher auf dem Bildungsbereich ähm, ja fokussiert. Was mir da jetzt ein bisschen gestört hat, ähm, war, dass es kein iPad Mini gibt. Das wird er sterben. Das ist, was ich echt schade finde, weil es ist einfach eine sehr angenehme Größe. Ja, ein Smartphone ist halt fast schon so groß wie das iPad Mini. Das ist halt das, wollte ich ja. sagen äh, Das iPad Mini hat 7 Zoll, 7,9 Zoll hat's. hat. Hat es so viel Zoll ja, überhaupt? 7,9 glaube ich. Mein Smartphone hat jetzt 5,5, also von dem her, schauen wir mal, wie viel ist es ist. 7,9. Zoll, ja. ja. das ist das halt auch halt 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 Zoll, Zoll Smartphone, steckt man sich nicht einfach so in die Hose. Nein, nicht, aber es ist halt nicht viel Unterschied. Einfach. Das, schon, das, das stimmt schon. Ja, ich, ich habe ja äh, im Moment das Galaxy Nexus 7 Tablet ja. in, in. Nein, Galaxy Nexus 7, was rede Galaxy. na wie heißt es? Ja, das Nexus 7 Tablet. Nicht ja, 7 -Tablet. also Nexus. du hast das, Google, das reine Google -Tablet. Google Tablet. Also, das hat das 7 Zoll irgendwas und das finde ich eigentlich von der Größe her sehr angenehm. Ja, es ist halt das 16 zu 9 Bildschirm, das heißt, das Tablet ist recht lang gezogen. Ja. Das ist halt dann wieder ein bisschen ja, merkwürdig. Ähm, und was mir als zweites noch ein bisschen gestört hat, sie haben das iPad jetzt sechste Generation ja. optisch nicht überarbeitet. Es ist eigentlich eins zu eins das Modell vom Vorjahr. Ja, das ist weder, das sind, weder sind die Rahmen schmäler geworden, noch ist es dünner geworden, klar. Noch ist es leichter Deshalb, worden. da haben sie ja das iPad Pro. Wenn du das dünner haben willst... Ja, aber das ist eh nur ein Millimeter. Ja, oh. das iPad Pro hat natürlich ähm, klar, du hast... Ich glaube, es hat mit 9,7, sondern 10,7 Zoll. Die ja. kleine Variante, 10,5. Und 10 dann hast Hat du aber die gleichen Abme äh, Nahezu die gleiche ja, Abmessungen dafür hast du natürlich ein wesentlich besseres Display ja. mit 120 Hertz. Ja, das ist ähm, du hast vier Lautsprecher natürlich, aber man muss einfach sagen, der Mehrpreis ist es wert, wert sich für wahrscheinlich den die Mehrheit der Tablet-Nutzer nicht auszahlen, weil für, 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 für User, die ähm, das Tablet eigentlich nur als Cons Consumer-Gerät nutzen, sinnlos, weil, zahlt sich aus. weil es kostet ab 729 Euro. Ja. Das heißt, im Endeffekt ist es mehr als doppelt so viel und mhm. da ist gescheit, du kaufst dann noch drei Jahre neues. Ja, stimmt. Weil da hast du mehr davon als es, es ist, ist halt auch Pro und es richtet sich a an die professionellen und wieder eher als meiner ich, Richtung wie gesagt, vor allem mit dem Display. Ich war es leider noch immer nicht, wie du mit einem iPad professionell arbeiten willst, weil dort raschst du durch. Das ist, es ist furchtbar nach wie vor. Also das ja. ist, ich meine, ich bin jetzt nicht diese Generation Smartphone, ich bin halt Generation Desktop-PC, wo ich immer sag, ich geh, sobald ich was Komplexes am Tablet machen will, lege es weg und gehe zum Computer. Es gibt aber Leute, die ich weiß, wollen, das ist, ihr, das, das ist eigentlich ihre komplette Buchhaltung, ihr komplettes Geschäftsleben ich, auf dem ich, Tablet. Ich, ich kenne das so ich, ich, ich macht das und das funktioniert für ihn. Für mich ist das furchtbar. Allein, das ist, ähm, ich mein, du kannst ja beim iPad Pro, glaube ich, drei Fenster gleichzeitig offen haben, mittlerweile. Also, zwei gehen immer. Das geht ja beim iPad, ja. Oder? Bei bei, beim jetzigen schon zwei. Ja, okay. Die dritte ist nachher ein G Freeze, glaube ich, oder sowas, weil drei schafft es wegen den RAM nicht. Ähm, aber selbst das... das immer kein richtiges Multitasking. Ja, wohl zwei gehen gleichzeitig. gleich die dritte, das geht bleibt beim Pro. Also das ja. schaffst du sonst der ram nicht. Aber das Ding ist halt nach wie vor, dann hast du auf einem Tablet zwar so geteilte Bereiche. Ja, das ist halt furchtbar. Das ist, kam, das ist für mich kein... Da kann ist, sich immer noch ein externer Monitor dran klemmen. Geht das? Boah, das wird wahrscheinlich schwer bei <lacht> <lacht> Ich meine, wird sicher ein Adapter geben vielleicht. Aber, aber nach wie vor, also... Für mich ist es nach wie vor komplizierter, als einfach zu einem Stand-PC zu gehen oder zu einem Laptop und die Sache einfach viel schneller erledigen Ja, wir sind aber auch in Regeneration, hey, das ich bin, darf man nicht vergessen. ich, ich finde es eh verblüffend, dass das jemand, sich, dass das jemand macht. Weil ich bin mit Maus und Tastatur groß worden in dem Sinn ja. eigentlich. Und, und für mich ist es auch, komplexere Aufgaben werden am Desktop... Ja. Desktop oder am Notebook. Ich mag ja nicht einmal am Notebook arbeiten. Ich brauche ja am Notebook auch eine externe Maus und, und eine externe Tastatur mit, mit einem normalen, klassischen Layout. Sonst kann ich auch nicht arbeiten. Es ist nur, wenn ich jetzt mal so da ja. bin, dann habe ich mein Notebook ja, ja, klar und fertig. Das geht beim Mac, muss ich sagen, das geht ausgesprochen gut, das Touchpad. bin ich... Ist, ist kein Frage, das, das funktioniert. Aber ma, externe Maus ist immer angenehmer. Das funktioniert auch super, ja. aber externe Maus, ich habe halt ein besseres Gefühl ja. damit. Das ist Also, der, ich mag sagen, es ist angenehmer zum Arbeiten. Es also ist nicht ja. so eine verkrampfte Haltung, einfach so auf Zwang. Mhm. Aber, ja, ich, ich meine, wenn ich unterwegs gezwungen bin, mache ich natürlich auch viel mit dem Smartphone. Aber ich merke halt einfach, ich brauche für total Standardsachen viel länger als wir von mhm. Laptop. Ich meine, Klar, wenn ich jetzt nur mit einem Smartphone aufgewachsen wäre, wahrscheinlich würde ich auch nicht mehr zum Laptop gehen. Ja, also bei mir ist jetzt auch so, dass ja. ich jetzt ähm, so oft, oft schon, wenn ich am Computer bin, WhatsApp 3 mal ja. im, im Browser offen habe, um noch zu schreiben. Genau. Äh, für Telegram habe ich jetzt sogar die App. Ja, äh, also am, am, ja die ist super das, das ist tadellos. Ähm, einfach um schneller schreiben zu können mit Maus und Tastatur. Halt ja, Tastatur, das Tastatur, ist viel. Tastatur. Ich finde es nach wie vor viel angenehmer. Ja. Also das ist, vor allem, ich krieg's es ja viel eher mit, weil mein Handy ist meistens lautlos und liegt mhm. da vor mir und dann habe ich noch ein Headset wahrscheinlich auf. Ja. Und dann, ja, dann her ist eh nicht. Und ja, wo wir schon davor jetzt bei den ähm, fehlenden Sicherheitsupdates waren für Android, ähm, fürs Galaxy S6. Und fürs S6 Edge gibt es jetzt keine Sicherheitsupdates mehr. Ist äh, das wirklich schon drei Jahre alt? Es ist drei Jahre alt, ich habe nachgeschaut. Ja. Echt, okay. Mhm. Das ist, vor drei, ist ziemlich genau vor drei Jahren ausgekommen. Äh. Ähm, gibt keine Sicherheitsupdates mehr. Also, das heißt, letzter Stand, glaube ich, ähm, was ausgeholt worden ist, war Februar oder März 2018. Das, sind, das ist das Sicherheitspatch. Yeah. Und das war's. Ähm, Update auf Android 8. 8.0 oder Oreo hat es, glaube ich, ohnehin schon immer gegeben. Okay. Das, ich finde das immer drei Jahre. Ich finde das nicht so alt für ein Smartphone eigentlich mehr. Ja, nicht. Weil. Ja, ich habe ich hab bis dato das Problem gehabt, dass alle Geräte nach zwei Jahren, also später nach zwei Jahren kaputt sind und meins löst sich ja jetzt auch schon auf und die Software-Bestandteile, weil jetzt gehen ja manche Sachen nicht mehr. Ja. Naja, vor kurzem hat es geklingelt. Obwohl ich es auf lautlos gehabt habe. Ja. Es wollte die halt, es wollte sagen, okay. Und na, man kann, man kann Favoriten ausnehmen. Das heißt, wenn ja. engere Bekanntschaft oder Familie ja. kann man ausnehmen, wenn man es in die Favoriten hat. <laughs> na, ich habe nichts ausgenommen gehabt. Ja. Und es war lauter, es war auf voller Lautstärke, obwohl ich es eigentlich immer nur auf der zweiten Stufe von neun habe. Ja, jetzt <laughs> fang's halt an. Der, der Fingerabdruckscanner geht nicht mehr. Jetzt hat es halt Charakter. Ausschalten, ein- und ausschalten funktioniert nicht mehr korrekt. Ja, es halt, hat. Ja, ist ja <laughs> Ist halt LG. Ja, jedenfalls fürs Galaxy S6 und S6 Edge gibt es keine Updates mehr. Fürs S6 Plus. Das wird scheinbar noch weiter unterstützt. Halb, zumindest noch ein halbes Jahr. Okay, und ähm, ja, dann Kimp nächstes Jahr als S7 dran, oder? Ja, definitiv. Nächstes Jahr kommt das S7 dran. Ja. Also, in, in meinem Fall ist da jetzt die Sache, ich habe vor zwei Jahren. Äh, zufällig S6 gewonnen und Tops 9 am Bekannten weiterverkauft und der hat, der steht heute und er ist eigentlich sehr, also intakt, das, das, das Gerät. Also, es ist ja abgesehen vom Design und von der merkwürdigen ähm, Samsung-Software, ist es ja ein ganz gutes Gerät. Also, ja, zumindest von der Hardware her. Da wird nicht viel fallen. Ist halt jetzt schon, dass man es eigentlich wegschmeißen Gut. müsste. Kannst du, ähm, gibt es Line, oder gibt es irgendeine? Lineage. Also Lineage gibt es schon, ja. Weil die sind ja mittlerweile schon bei Oreo, also die sind schon weiter. Dann würde ich einfach auf Lineage wechseln und, mhm. und kriegen meine Updates nach wie vor, weil ich bin mir sicher, dass das Gerät nur Luca 2 verwenden kann. Minimum, Minimum. Also, also ich glaube also, Wenn du jetzt nur Standardsachen damit machst. Ja. Also kannst du sogar wahrscheinlich auf eBay ein Schnäppchen jetzt machen. Ja, weil ja S6 sollte ja nicht mehr die Welt kosten auf eBay. Ja, das schon, aber ja stimmt. Und doch. dann machst du LineageOS drauf. Kannst ja. sich das Handy besorgen von der Hardware ist gut ja. ausgestattet, LineageOS drauf ja. ist jetzt nicht so einfach, aber ist machbar. Ja, ich man, mein, du musst routen und den ganzen Sammel halt einmal. Aber ja, wenn man das einmal hat, dann ist das kein Problem. Sollt aber glaube ich gerade dann weil das ist ja halt echt ein Massengerät. Aber so. da gibt es so ausführliche die, die, Anleitungen, da kann erstens, man nichts falsch machen. Und wenn es nicht komplette Software-Sachen gibt, die da das komplett draufspielen spielen, wahrscheinlich ja. sogar. Also da muss man schon absichtlich was falsch machen, um die, was kaputt zu machen. Die glauben, sogar dann macht man nichts kaputt. Also ich glaube, ich habe sogar einmal geschafft, dass ich irgendein Gerät von Android gerootet habe, das dann kurzzeitig so ein Brick war, also ein Stern. Ja. Aber selbst das war wieder zum Herstellen und das war jetzt ein, ich meine klar, du wärst sicherlich, wenn jetzt nicht ganz versiert bist, sitzt du sicherlich eine Stunde dabei, bis du das Ding drauf hast. Mhm. Aber ich sag so, die Stunde Arbeit ja okay. Im Endeffekt kann, kannst du investieren kann ich sogar, ja. Und, und ja, also aber na shot. Da gehen wir zu unserem nächsten zweit oder zu, zu unserem nächsten Lieblingsthema selbstfahrende Autos. Ja, da ist ja in letzter Zeit immer so, die sind jetzt immer sehr brisant in die Medien mit den ganzen, ja. mit diese ganzen Unfällen immer. Ähm, ja, als, als hätten wir keine anderen Probleme, wären so eine Sachen äh, wieder mal ein bisschen gehypt, ohne dass man, ohne dass man die Hintergründe näher darlegt. Also, zumindest fängt man an mit einer Effekt Überschrift: Ein selbstfahrendes Auto überfährt eine Fußgängerin. Ja. Ohne halt wirklich äh, zu schauen, was denn eigentlich das Problem war. Nämlich, dass die andere Dame, die im Auto gesessen ist und eigentlich die Hände am Auto haben sollte, ein SMS geschrieben hat. Ja, das ist ähm, vor allem es ist es ist ein selbstfahrendes Auto, so im Moment so eine Geschichte. Ähm, ja. Man muss das vielleicht dann ja. noch einmal sagen: Autopilot äh. hast, nicht das Auto vor. Ich meine, das ist, das, ist, das ist der erste Punkt einmal. Es gibt ka, es derzeit gibt es kein System, was glaube ich auf Level 5 ist oder wie, man das, ne, wie eben, man das nennt. Es gibt bei uns im Endeffekt außer in abgeschotteten ja. Testbereichen keine selbstfahrenden Autos. Da sitzen über. Also außer die kleinen Busse, die jetzt in der Schweiz fahren. Aber ich glaube, das ist wirklich... Ja, das ist ja abgegrenzter Bereich. abgegrenzter man. Bereich in der Stadt. Ja, genau. Äh, 10 km/h und so weiter. Aber jedenfalls, es gibt... In dem sind keine selbstfahrenden Autos bei uns oder in USA oder irgendwo auch im öffentlichen Verkehr, da sitzen Menschen noch drin, nicht genau ja. da sitzen Menschen drin, die die Pflicht haben einzugreifen, das ja. System versagt und macht keiner. Ja, das, das ist, ist mich wundert, dass nicht mehr passiert. Ja. Aber Nein, wenn es so, schl so schlecht sind ja die Systeme. Man darf es ja mal per se es ist ja nicht schlecht. Das ist die Systeme ja. sind ja eigentlich Assistenzsysteme, ja. wie man es jetzt in fast jedem Mercedes und Volvo ja, und Audi haben. Nur halt noch mehr gebündelt, um dem Fahrer noch mehr Arbeit abzunehmen. Aber Richtig. es sind keine selbstfahrenden Autos. Und jetzt ist das ist Unfall und das hat ja noch einen zweiten geben. Genau, also das ist ja Tesla, glaube ich, wieder mal angehabt. Tesla hat wieder mal ja. einen Unfall gehabt, wo das System. Sechs Sekunden vor dem Aufprall gesagt hat, bitte nimm deine Hände ans Lenkrad. Ja. Und der Fahrer hat wahrscheinlich auch Leberkasse immer gegessen. Man <laughs> weiß es Ä nicht. Es ist halt generell im Moment, das ist jetzt klar, ich meine, jetzt wird es halt von Medien ganz gerne auch hergenommen, weil sie selbst von das Auto fort, wenn klar, ich meine, es ist in jeden, jeder Unfall ist eh immer einer zu viel, wie man so schön sagt. Eh, das ähm, ist. Aber man muss halt auch mal sagen, es passiert halt im Verhältnis sehr, sehr wenig. Um, und ich möchte, man muss halt auch das sagen, wie viele Idioten und Idiotinnen, damit wir es gendern, fahren besoffen mit dem Auto. Oder besoffen mit dem selbstfahrenden ja, Auto. Das ist, ja, es Was muss man. ist ja vielleicht sogar gescheiter war, ja. Ja, man, das ist bart idiotisch, aber man muss ja. da mal irgendwo die Diskussion auf ein ähnliches Niveau bringen, da man ja. sagen, ein selbstfahrendes Auto, wenn es mal irgendwann tatsächlich ein Level 5 Auto gibt, das ist ja die Bedingung, dass es wirklich selber fahren kann. Level 5? Ich glaube, autonomes Fahren wird von Level 0 bis Level 5 eingeteilt. Mhm, okay. Und Level 0 fährt der Mensch und Level 5, glaube ich, ist dann, das Auto kann alles. Auto kann alles, ja. Und da wir, ich, trennen. sind wir, glaube ich, noch bei 3. Okay. Irgendwo bei zwei oder drei, glaube ich, sei wir oder irgend ja. sowas. Und das heißt, wenn man mal ein Level 5 Auto hätte, oder nur mehr Level-5-Autos. Dann könnte man vergleichen anfangen. Da, da, dann könnte man auch sagen, ich glaube, dass Level-5-Autos, dass es dann leider mal ein logischer Schritt ist, Menschen das Autofahren zu verbieten. <laughs> ja, Feinhack uh, ja, sagt, uh, Du begibst dich da auf politisch ganz, ja, ganz, ganz dünnes Eis. Es macht ja keinen Sinn, dass Menschen Autofahren. Das Menschen liebste Freizeitbeschäftigung ja, wegnehmen. Ja, wenn das deine Freizeitbeschäftigung ist, tust mal eh Lad. Also dann muss ich eh sagen, dann hast du es eh, ja... Weiß ich nicht, dann werden wir da wohl Bauklötze schicken stattdessen. <laughs> ja, Autofahren verbieten, will ich nicht sagen, aber insofern so ein intelligentes System zu haben, das eingreift, sobald der Fahrer ein Stoßdraht wäre mir halt recht. Ja, dann baue ich gleich, dann kann, ich gleich kein Lenkrad mehr, dann kann er keinen Stuß mehr bauen. Naja, aber es, es, ist, es ist viel einfacher. Es ist viel schwerer, den Menschen was wegzunehmen, also äh, äh, irgendein a, a Hobby, ein Lieblingsstück, als ihm ein bisschen die Verantwortung. Nein, nein, es es zu wird nehmen. ja es ist eh die klasse. Sie machen es eh wie die Salami-Taktik. Es yeah, wird immer es eine wird Scheibe weg. Immer ein weniger und und dann dann irgendwann ist das Lenkrad halt weg. Das irgendwann ist das lang weg und dann gern, kann er eh nichts mehr machen. Ne? Ich meine, dann merkst du da vielleicht noch einen Joystick hinter und das im schlimmsten Fall damit was tun könntest. Ja. Aber sie nehmen es da, irgendwann kann man sich sicher sein, ich meine, unsere, sagen wir mal, in 30, 40 Jahre werden Leute über unsere Zeit hinterschauen und sagen, die Trottel sind Auto gefahren. Ja, <laughs> yeah. die sind krank gewesen. Das, wir werden wahrscheinlich so wie ähm, Formel 1 Fahrer vor 20 Jahren betrachtet werden. Komplett geisteskranke, was mit einem Auto, mit Irrsinnsgeschwindigkeit. Über... Geisteskrank sind sie jetzt auch noch, die Formel 1 Fahrer. Ja, aber heutzutage kann da ja fast nichts mehr passieren in den Auto. Das ist vor zwei Jahren oder vor drei Jahren tödlich noch. Ja, aber. Im Endeffekt, wenn ich mal jetzt aussuchen kann, oh, ich mit einem Formel 1 wagen mit 100 kmh gegen einen bahn oder mit einem normalen BKW nehme ich das Formel 1 aus. Also das auf alle Fremd. Also das ist ähm, die Überlebenschance mit dem Formel 1 Auto ist mein, wahrscheinlich Ich schaff's ja, wahrscheinlich können in das Auto nicht reinquetschen, das ist das erste Problem. Ja, das, das wird sehr eng. Das wird sehr eng werden. Also mhm. ich befürchte, dass ich nicht reinpasst. Ich würde gerne mal mit sowas fahren. Aber es, es hat, glaube ich, eine Top-Gear-Folge gegeben, wo es. Äh, an in ein Formel-1-Auto gesetzt haben. Also, ja. ja, und das Problem war, da gibt es ja das lustige Sache, dass dann der Konstrukteur zu ihm gesagt hat, der eine hat eh schon extreme Angst gehabt ja. und er hat gesagt, du fahrst viel zu langsam, das Auto kann so nicht fahren. <lacht> <lacht> und er hat gesagt, er kann nicht so schnell denken so schnell wie das Auto ist. Und das ja, ja ist, das ist es die Sachen können ja. in so einer Irrsinnung. Du darfst nicht ich denken, das zu, musst ja. einfach, du, musst es du musst einfach und machen. Und das ja. Problem ist, dass wenn du zu langsam fährst, du kannst Abtrieb und die Bremsen haben, keine Temperaturen, dann bremsen sie nicht mehr. Ja, eben, und ja. das ist einfach, das ist halt einfach irrsinnig, das Auto. Ja. Und äh, das war extrem lustig. Ich würde trotzdem gerne mal probieren. Ey, ich, ich meine, sicher lustig. Ähm, ich meine, wahrscheinlich die Kollateralschäden, was halt am Auto anrichtest, kosten halt ein Glanzvermögen. Ja. <laughs> Aber hey. Ja, zurück zum Thema. Also ja. ein selbstfahrendes Auto hat wieder, wieder mhm. also ein quasi selbstfahrendes Auto hat dann Unfall mit tödlichem mit Ausgang gehabt und die Medien zügen darüber hält. Ich meine, klar, es gibt a Sache, was man, ich meine, ein System Autopilot zu nennen, das kann man schon auch kritisieren natürlich. Da da, dafür kann man Tesla eigentlich wirklich... Ja, weil es ist, es ist kein Autopilot. Es hat ja schon Gerichtsentscheidungen ja. gegeben, dass es... Eben nicht so ist. Es ist kein Autopilot im klassischen Sinn, wie man es vom, vom Flugzeug her kennt. Ich, mein, ich aber ich glaube, ähm, vor allem was er Tesla wahrscheinlich hätte machen sollen, dieses, ähm, dieses Autopilot-Feature, wie sie es nennen, ich glaube, da war halt wirklich nötig gewesen, dass du das erst, dass du das nicht über die Air freischalten kannst. Oder kann man das überhaupt über die Air freischalten? Genau. Weil da finde ich, war halt nicht schlecht, du musst einmal in diese Werkstatt fahren, du kriegst eine Einschulung, wo da gesagt wird, konkret, hey, pass auf, das Auto kann nicht selber fahren. Und bitte da unterschreiben. Das ja, da fällt, glaube ich, ein bisschen die Aufklärung. Also. Weil das muss einfach, mhm. ich meine, weil es im Display drinnen steht, ja, das ist für Menschen einfach, das reicht nicht aus, weil Menschen gewöhnen sich halt extrem schnell an die Sachen. Die halt so, in Österreich gilt es halt immerhin, immer noch, uh, wenn Teslas mit Autopilot unterwegs sind, beide Hände gerne ans Steuer und fertig. Ja, ich meine, mittlerweile, glaube ich, ist es, haben sie es eh nachgebessert, dass du, dass es eh schneller sagt, du die Hände ans Lenkrad, ja, ja. sonst schaltet es eh aus. Aber ich meine, ich kenne es von mir, von meinem allativen Tempomat, du gewöhnst dich echt schnell an die Sachen. Ich glaube äh, sofort. Also ja. ich bin mit einem anderen Auto gefahren, ich habe mir gedacht, der hat einen allativen Tempomat, nein, der hat keinen gehabt. Ja. Und dann denkst du, ah, muss bremsen. Ja. Das, oh. das ist, ähm, weil du gewöhnst dich halt extrem schnell dran, einfach mhm. an so eine Sache. Glaubst sofort. Ja. Und gerade wenn du Autobahnforscher, sowas, also ja, es ist sehr angenehm. Du kannst deine Hirnleistung quasi runterschrauben. Mhm. Und es war aber klar, da gibt es sogar Studien mit normalem Tempomat, dass die Aufmerksamkeit sofort abnimmt, sobald und der eingeschalten ist. Das ist ja, das ist ja in dem Fall wahrscheinlich sogar einer von den Gründen von den Unfällen. Ja jetzt von den zwei Unfällen mit dem einmal mit dem Uber-Auto ja. und einmal mit dem Tesla, dass die, die Fahrer, die eigentlich ja eigentlich ähm, eh fahren und nur ja. vom Auto assistiert werden, durch die lange Fahrzeit einfach sowas von abgelenkt waren und, und e. leichtfertig waren, dass sie einfach nicht mehr im, den Straßenverkehr beobachtet haben. Klar, ich meine, es ist also Tesla ist ja super spannend, der macht es ja super schön, du schaltest den Autopilot ein. Eben, Der, er macht es ja so. super und ja. Das, er macht dir halt auch leicht, ja. aber die, die komplette Aufmerksamkeit zu verlieren. für weil du für das, was um die rum passiert. Du vertraust halt sehr schnell Technik. Du gibst, wenn das siehst du jetzt eh immer bei so Dingen wie bei Facebook, du vertraust seinen halt sehr schnell. Mhm. Weil, also, weil du sagst, ja, große Firma dahinter muss funktionieren. <lacht> <lacht> ja. Nokia. <lacht> <lacht> ja, okay. Meine, aber es geht halt recht schnell. Ja. So, hätten wir das soweit, haben wir wieder vielleicht wieder ein bisschen ein lustigeres Thema. na es gibt noch einen Toten. <laughs> wieder einen Toten. Wieder einen Toten. Steam Machine ist tot. Das waren die Kisten, die was ursprünglich geplant waren, das waren PCs, was du da zum Fernseher zurücksteckst. Das waren PCs, ah, ja, geplant als Konsole ja. mit Steam OS drauf, also an Debian oder Ubuntu. Ja. also mit einem Linux-Betriebssystem, ähm, haben sie groß angekündigt. ein paar Hardware-Hersteller sind sogar drauf eingestiegen. Alienware, war Alienware. Alienware Dell, also Alienware ist ja. Dell, ja. Ähm, Asus und, und ein paar so größere Firmen, die halt viel im Gaming-Bereich halt unterwegs sind, die haben die Kisten angeboten. Ähm, ist vor allem mal deswegen, weil halt so, so Linux ja eigentlich auch relativ einfach zu pflegen ist, als Softwarebasis, ja. weil alles da ist. Die Updates kommen auch. Nur weil wir hat die ganze Sache vielleicht nicht mit der Inbrunst verfolgt, wie sie es eigentlich hätten machen sollen. Die hätten eigentlich Millionen, aber Millionen an Werbung investieren müssen, damit man nur ein bisschen was außerbringt. haben sie halt leider nicht gemacht. Und so haben sie sich viel auf die... Fashion Steam-Maschinen wahrscheinlich wieder auf Windows drauf getan und zocken ihre Game Sets unter Windows. Ja, vor allem, es ist halt der, ich glaube, die waren ja wesentlich teurer als eine Konsole. Ja, die hat es ab 1000 Euro gegeben. Äh, halt so da da hast du halt automatisch die Xbox und die PlayStation als Konkurrenz. Das, man kann sich für das was auch gescheitert, äh, Steam OS-Konsole kostet, kann man sich die zwei großen Konsolen kaufen, ja. Ja, und nur drei Spiele wahrscheinlich. Ja, ja. War ja wurscht. Ja. Also, ähm, das Problem war jetzt weniger ähm, die, der Preis, weil es ist einfach leistungsfähige PC ja, ja, es, war PC, ja, ja es cool. war PC. Das Problem war eher das recht mickrige Spielangebot. Ja, weil, okay, das... weil große Studios entwickeln für die Masse. Ja, für Windows, ja. Und das ist nun mal Windows und auch Mac OS. Und, und, Ja, ist auch schon selten. Ist auch schon selten, aber halt für die Konsolen. Ja. Und äh, Linux hat halt, wie man davor gesagt hat, einen Marktanteil von 1 bis 1,5, 1,6 Prozent. Da hat es wirklich nur von, und das muss man halt fast sagen, interessanterweise schaffen es Indie-Entwickler schon, ähm, die Spiele auf mehrere Plattformen aufzubringen. So ja, eine ein Monat bis die, drei Monate. Die, 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 die müssen die, aber, weil das Problem ist, du gehst halt sonst unter, weil du fährst halt auf einen Steam OS, wäre halt leichter gefunden. Ja, ja, das, ja klar, sie, wie gesagt, aber wie gesagt, sie schaffen es ja auch, ja. ja, ohne, ohne dass es doppelter Aufwand ist, eine Linux-Version ja, machen. das ist halt Vor allem viele Engines bringen es ja schon mit. Voll. Die Unreal und die Unity-Engines sind ja sowieso... Die sein halt einfach... Da geht es halt nur um ein ambitioniertes Projekt. Mhm. Bei einem großen Studio geht es halt einfach nur um die Kohle im Endeffekt. Da ja. zählt nur Geld. Natürlich, ich verstehe <laughs> schon, dass vielleicht der Softwareunterbau von einem The Witcher 3 Klar, oder Fallout 4 ganz was anderes ist, wie von... Cuphead oder von irgendeinem so kleinen Jump'n'Run, was, was, was sowieso. Was, was auf, ja, vor allem klar, ein großes Studio kann sich auch nicht la erlauben, dass das dann auf ein System nicht flüssig läuft. Das, das ist, ist einfach... Nächste. das nächste. im haben sie ein Problem. Mhm. Also es, geht, es ist auch natürlich, es geht im Endeffekt ums Geld. Die rechnen sich aus, was kann ich für das System natürlich. Geld verdienen und wenn das nicht der Plus ist, aber. Ja. aber ähm, ich, 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 ich halt interessant also ich schaue halt immer interessiert, wenn es Humble Bundle wieder mal ja. so Game-Opferkäufe hat. Oft haben sie ja Spiele, die für Linux, Windows und Mac OS laufen. Ja. Und dann gibt es immer so die Statistiken, wie viel ja. denn äh, beim Humble Bundle kann man so viel zahlen, wie man will. Ja. Also man, es gibt einen Mindestpreis, aber man kann auch mehr zahlen ja. und kann sich Sachen freischalten ja. und so weiter. Und da bin ich immer, bin ich immer gespannt und, und schaue ich immer, ähm, welche, welche User mit welchem Betriebssystem wie viel zahlen. Ja. Und die Linux- und die MacOS-Nutzer ähm, sind schon die Spendabelsten auch. ja das bei, bei den ganzen Spielen und software. -Pakete. Das ich und, gleich, ja. Deswegen glaube ich schon, dass es in dem Bereich auch Geld zu holen gibt. Geld gibt es sicher. Wenn, hat, wenn man jetzt vielleicht MacOS und Linux zusammenrechnet mit vielleicht 12, 13 Prozent, das war halt auch nicht so wenig. Ja, aber im Vergleich nur immer mit. Font nicht wert. Ja. Die sagen einfach, wenn du spielen willst, installiere Windows drauf. Ja. Na, es ist halt so, Valve hat so ein bisschen verpasst, das, das besser zu bewerten, Entwickler dazu zu bringen, ähm, Spiele auch für SteamOS zu entwickeln. Und damit sind jetzt die Steam Machines tot. Aber SteamOS vorerst. soll weiterleben. also Das, haben ja, das ist, glaube ich, wird eher als Community-Projekt noch weiterlaufen, oder? Mehr das war es jetzt eben nicht. Also, es ist ja bereits rausgefunden, dass es eben nicht ganz töten wollen und ah, vermutlich wertvoll so Community-Geschichte werden. Also, vor zwei, drei Jahren habe ich schon eigentlich Hoffnung drauf gesetzt und habe gedacht, oh, wow, so Linux mit guter Treiberunterstützung und ein paar gute Spiele. Es ist ja so, dass manche Spiele sogar besser laufen unter, unter Linux, weil der ganze direkt X-Roverhead ja. wegfällt. Ja und wenn es noch über Vulkan oder OpenGL ja, läuft, ja, sie, sie wählen jetzt Vulkan, so sozusagen eh weiter. Mm, äh, schauen wir mal. Also das es, es, es Schöne ist, dass viele Engines, mit denen die, die ganzen Spieleentwickler ihre Spiele machen, eh schon für viele Plattformen ausgelegt sind, nämlich für iOS, Android. Ja. Dann ist man immer weit von Linux ja. weg, Windows und macOS, ja. Unity, Unreal Engine und so eine Sachen. Ähm, und gerade Spiele die von d zwei Engines können ja. sind ja meistens multiplattformfähig. Also ja, ja, vielleicht klar. Kommt da was noch? Schauen wir mal weiter. Und die Konsolen sind ja eigentlich auch mittlerweile nichts anderes mehr als ein x86 PC. Ja, aber sie verweigern da generell so Linux drauf zu installieren. Also ja, ist das schon. Aber, aber es ist halt die Spieleentwicklung, glaube ich, klar. Ist, Plattformübergreifend leichter geworden. Ja, das hat ja PlayStation von der 3er auf die 4er gelernt, dass sie das anders gemacht haben, weil bei der 3 er das zu so kompliziert war, Spiele dafür zu entwickeln. Mhm. Da haben sie dann die Architektur geändert und mittlerweile ist es. Es war ja bei der ja. Xbox 360 war ja auch nichts so, anderes. Die ja genau. auch so einen so, so merkwürdigen Prozessor mit drei ja. Kerne drin gehabt. Und in der PlayStation 3 war ja auch so ein paar ABC. Ja, ja, irgendwas das ganz Cell-Prozessor. Der der ja. Das war ganz was Eigenes. Das und. ist auch so IBM-Kiste gewesen, ja. Ja, und da haben halt die Le da halt dann gesagt: Ja, es ist so mühsam für die Playstation Spiele zu entwickeln. Ja, und jetzt sind die Konsolen nichts so anderes mehr wie ein PC. Richtig, zu halt einem anderen Preis einfach. Ja, mit AMD Hardware drin. Richtig. AMD Prozessor und AMD Grafik. Genau. Ich meine, klar, du zahlst dann eben eh die Spiele mit, also, weil die Spiele sind halt meistens teurer nach Deutlich Kauf. teurer, ja. Ich habe jetzt wieder gesehen, ja. weil ich mal das Far Cry 5 gekauft ja. ähm, die die Konsolenversion kostet 70 Euro. Das ist normal. Die PC-Version ja. bei Steam oder Uplay kostet 60 Euro. Genau. Und ich habe es bei, äh, bei digital gekauft, bei einem anderen Shop und habe 49 gezahlt. Also war wow, ist schon heftig von den Preise her. Ja. Also bei den Konsolen, den, den geringen Hardwarepreis zahlt man sich dann mit teureren Games. Ja, Ja, das ist leider. Und das ist das für ist mich der Grund, warum ich eigentlich keine Konsole habe. Obwohl ich gerne eine hätte, aber ich will halt nicht 70 Euro für Spiel zahlen. Ja, also das ist, ähm, das hat jetzt aber, bei, ich glaube, Sea of Thieves war das erste Spiel, wo die PC-Version und die Konsolen-Version gleich teuer war. Ja, ja, das, das kann schon, es gibt schon manche Spiele, wo, wo das so ist, aber ähm, ich, ich würde fast sagen, Microsoft und Rare haben in dem Sinne ja, gibt ja nur für Xbox und PC, oder? Gibt es nur für Xbox und PC, weil es halt Crossplay ist? Ja, ist halt Windows dann, also Bots. und im Endeffekt hat Microsoft folgt halt geschaut, dass man Bots für den Preis, für den gleichen Preis hat. Verstehe ich schon die Entscheidung. Das passt schon. Ähm, das, ja, das muss man halt so hinnehmen dann einfach. Ja. Ja, es ist aber trotzdem blöd, dass es teuer ist, die Spiel. weil ich hätte gerne PlayStation 4. Ja, man. Oder ja. ein Nintendo Switch. Aber sogar die Spiel ist nicht so furchtbar teuer. Ja, die Switch, das ist, wie gesagt, mit der Konsole immer nach wie vor schwer. Ja, also, das ist anders. Also, ja. Das ist... Das ist ähm, gut, dann gehen wir mal zu einem wissenschaftlichen Thema. Ich mein, Ob es jetzt unter Tech-Pix passt, weiß ich nicht. Ähm, aber, und zwar in I fucking love science, Artikel drüber, dass ähm, oh, anscheinend haben wir... Hat man die Wurzel der Autoimmunerkrankungen entdeckt? Und zwar es ist ein Bakterium, was im Darm sitzt. Autoimmunerkrankungen? Welche gibt es denn da so, Alter? Ich habe Hashimoto als Beispiel. Das heißt, Hashimoto, da wird dein, dein Körper greift deine eigene Schilddrüse an. Ah. So, so eine Dinge in die Richtung. Ja, weil man da das Bild sehen von der Selena Gomez, die hat Lupus. Das ist auch sowas in die ja. Richtung, oder? Das kann ja Lupus ist auch Autoimmunerkrankung mhm. ähm, und anscheinend, ich meine, es gibt jetzt so ein Bakterium im Darm, morgen Darm, nennen wir Darm, ist das einmal in dem Fall ähm, und das könntest du angeblich mit Antibiotika sogar behandeln und man könnte wirklich der Autoimmunerkrankung verschwinden. Hm. Ja, im Morgen spült sich ja generell viel ab. Ähm, warum -Darm, jetzt ja, morgen drauf? Darm, morgen äh, Ich glaube, der Darm ist einfach, es ist so komplex, das ganze Thema. Wahrscheinlich ist das gleich wie, wie die, die Meere, die ihr schlechter erforscht als genau, die Mondoberfläche. Genau. Ähm, nein, es ist, äh, ich glaube, das Problem ist, es gibt ja auch dieses Ding von Morgenhirn. Also der Morgen hat ja so quasi sein eigenes Hirn. Ja, da spielt sehr viel Zusammen. Da ja. spielt sehr viel Zusammen und das glaube ich ist einfach ein sehr komplex. Ah, die ganzen da, die ganze Darm-Bakterien, Flora, glaube ich, sagt oder bestimmt recht viel über mhm. die eigentlich. Also das heißt. Das hat ja generell noch einen, auf alle möglichen Drüsen und Hormone und so weiter so einen Einfluss. Ja, genau. Äh, ob man jetzt äh, Vitamin C in Solo aufnimmt oder in Kombination wieder yeah. mit anderen Sachen, das spielt sich dann noch weiter ins System ein und ja, also das, das ist, ist ganz ist, schwierig, ja. das, das ist ein ganz also es ist auf alle Fälle lustig, dass sie da hinkämen Also, also sie haben sie jetzt gefunden, Das heißt, ähm, medizinisch ähm, verwertbar wird es dann erst in zehn Jahren sein, weil es so lange dauert. Mit Sicherheit, ja. Also, ich meine, außer es ist mit einem Standard, in dem Fall, wie Sie sagen, Antibiotikum einer Spritze behandelbar, wäre ja, nein, ist wurscht. Ja, aber es wird ja trotzdem getestet werden, oder? Ja, außer das Medikament gibt es schon. Dann ist ja eigentlich egal. Ah ja, stimmt. Dann vielleicht ist es wirklich schon. Es gibt hat schon ein paar Medikamente gegeben, die ja. Ja ja, es gibt ganz äh, lustige Dinge, also, ne positive Nebenwirkungen hervorgerufen haben bei. Ja, also es gibt, ähm, ja, das, es gibt ganz witzige Sachen. Also ich glaube sogar, dass bei mir war mal eben mal Clusterkopfschmerzen Wir ähm, Wie gesagt, wenn es interessiert, der kann es googeln. Ich will es nicht erklären. Und da gibt es dann, wenn das ähm, so quasi, wenn du einen chronischen Clusterkopfschmerz hättest. Dann kriegst du ein Medikament, das, glaube ich, eigentlich fürs Herz gedacht ist, aber das funktioniert auch für Clusterkopfschmerzen. Ah. Das okay, Alex, jetzt erklär uns, was Clusterkopfschmerzen sind. Clusterkopfschmerzen ist so, du hast so ein Stechen hinterm Aug, was den Kopf ausstrahlt. Das ah. ist hinterm Augeopfel läuft der Ader vorbei ja. und der schwillt an und druckt quasi dein Augopfel gegen die Stirn vor. Das ist, ist Das kurzfristige Kopfschmerzen. Na, das, das ist so, das kann von Viertelstunde bis drei Stunden dauern. Ah. Also eine Clusterattacke. Ist sehr schmerzhaft. Ich glaube, ich habe mich schon noch mal gehabt. Ja, ist sehr angenehm. Also mhm. wenn du es öfter hast, ähm, hast du was Kopf vom Tag. <laughs> ich glaube, das habe ich ähm, und zwei, dreimal nochmal gehabt in den letzten fünf Jahren. Ja, das ist sozusagen mir sein... Mir ist gesagt man so du bist im perfekten Alter wenn du so um die 25 bis 35 ja. männlich bist bist im perfekten Alter dafür habe ich habe ich auch mal gehabt ähm, ja. das ist ja es ist sehr es ist nicht sehr angenehm vor allem du kannst ja nichts machen es gibt lei. Like, du kriegst schon spezielles Medikament weil normale Schmerztabletten helfen nicht mhm. ich okay. ähm, und ja also also bei mir hat das also ich habe das einmal gehabt das war so wirklich so Viertelstunde 20 Minuten, 25 Minuten durchgehen, das schmerzt. Ja, ich habe es drei Stunden gehabt. Also. Bis ja dann langsam ja. abgeklungen ist, aber ich habe so den restlichen ja. Tag noch nein. immer noch ein bisschen. Also gespielt. bei mir hat so eine Attacke drei mhm. Stunden gedauert. Das oh, ähm, ist egal, da kann man ja gar nichts mehr tun, also umliegen. Ja, ich bin dann ins Krankenhaus irgendwann gegangen, weil es ja. hat nicht mehr aufge... Also es ist dann immer wieder gekommen und ja, da kannst, also du fragst zuerst, da jetzt, ob das Auge einfach platzt. Ja, irgendwann, aber nein. Ähm, Was man bei den Cluster-Kopfschmerzen, vorher es kommt? weil bei mir war es in den Fällen, nämlich ähm, bei den bei drei von, oder zwei von drei Fällen war es, dass ich innerhalb kürzester Zeit sehr viel an Seehöhe gewonnen habe, nämlich vom Tal auf den Berg aufgefahren bin und dann wieder obi Ist das vielleicht eher Höhenkrankheitsgeschichte dann gewesen? Das weiß ich nicht, aber es hat sich genau so angefühlt. <laughs> okay. wie oh, ja, ich weiß, klar, es ist sehr schwer zu beschreiben, weil... Ich habe es ähm, aber andererseits auch mal gehabt, so einfach daheim im Büro. Also es war dann lustig, mir hat, Ärztin im Krankenhaus, weil ich anscheinend nicht so schmerzempfindlich bin, weil sie hat dann so ja, gefragt, so nein, ist. Sie, sie hat dann so gefragt, von ja, einer Skala von 1 bis 10, wie schmerzhaft ist es? Und dann habe ich gesagt, 11. <laughs> dann hat sie so gesagt, nein, das sieht man da nicht an. Dann sage ich, jawohl, es ist aber 11. Ja, okay. Also es ist irgendwas im Hirn, glaube ich, löst da irgendein Signal aus, sowas also nach einem es ist auf alle Fälle, es ist sehr unangenehm. Das, also es ist nichts Angenehmes, was man unbedingt braucht. Und du kriegst schon ja ähm, also ja Tabletten und Sauerstoff komisch, aber mit Sauerstoff geht das weg. Ja. Okay. Also das, ja, vielleicht habe ich das so da in einer abgeschwächten Form äh, gehabt, aber jetzt, so wie du mir es gerade beschrieben hast. Ja, äh, wie schon gesagt, so es, also genau, du bist schon, es ist jetzt nicht so selten. Vor das ich, Gefühl, dass das auch gleich außer ja, als ob es da so. platzen würde, ja. als ob es da platzt und es ja. ist so, ja, es ist eigentlich, als ob da jemand mit einem Messer immer in die gleiche Stelle ins Auge reinsticht so mhm. ungefähr. Nein, das habe ich noch nie gehabt. Also das, das ist, äh, ähm, und das, das ist so schön, das ist so, das hat so einen schönen Impuls, das fängt an, steigert sich, lasst wieder ein bisschen nach und dann so schön wellenförmig. Mhm. Aber ja, genau, wellenförmig. Ja, ja herrlich. Und also, dann denkst du, es wird weniger, und nein, dann wieder voll. Wie ja, ja, genau, und da freut man sich richtig. Okay, bevor wir jetzt weiter über <laughs> Krankheiten reden, die uns. Die uns äh, Gehen wir zu deinen Fitness-Dingsbums. Ja, ich weiß nicht, ob es jemand kennt. Äh, es gibt äh, Fitness -Apps, ja Fitness-Apps, gibt es sowieso unter mehr. Äh, äh, Rantastic, äh, MyFitnessPal, Strava, Polar-App und so weiter und so fort. Je nachdem, was ihr nutzt, Schaut euch, falls ihr mit MyFitnessPal äh, nutzt, äh, schaut euch das mal an. Ähm, ähm, ändert zumindest eure Passwörter, weil MyFitnessPal ist gehackt worden und 150 Millionen Benutzerdaten inklusive äh, Benutzer und Passwörter sind gefladert worden. Schön. Äh, dass die Passwörter äh, gestohlen worden sind, das ist das, was mir am meisten äh, ein bisschen ähm, stutzig macht, weil Passwörter tut man normalerweise so speichern, dass man immer rausfindet, wie das Passwort war, nämlich man macht dann man nimmt das Passwort her, macht ein Hash und dann ist vom ursprünglichen Passwort nichts mehr da und es ist eigentlich verschlüsselt gespeichert. Ähm, trotzdem bei MyFitnessPal war es scheinbar so, dass die Passwörter im Klartext gespeichert waren sind. Tja. Ja. Ähm, ist scheiße, wenn ihr jetzt dasselbe Passwort ähm, mit, der, mit dieser E-Mail-Adresse und dasselbe Passwort jetzt für unterschiedliche Accounts verwendet, noch haben Dopp prinzipiell doppelt das macht man nicht. Prinzi ja, ey, man macht es nicht. Das ist ja noch mal zwei. Ja, das ist noch mal Art, ja. ja. nie für, den, für, das, für unterschiedliche Accounts, nie dasselbe Passwort nehmen. Also, ich prinzipiell glaube ich, mittlerweile jeden in Tipp an Passwortmanager zu verwenden. Muss nicht einmal sein. Ähm, Nehmt euch, äh, ein, euch, äh, 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 wie nennt man das? Wort, äh, nicht Passwort, sondern wie nennt man das Neue, was cooler ist, was man sich leichter merken kann? To fact, two zwei Ja, eine Passphrase. Ach so Ja, man soll, okay, jetzt man, man soll keine komplizierten äh. Passwörter verwenden, sondern Passphrasen. Nach nimmt Zeichen Zukunft einfach so Passphrase wie Spiegel ein an der Wand und es dann hinten, wenn ihr MyFitnessPal verwendet, oh. Spiegel an Spiegel an der Wand Fitness. Wenn ihr jetzt Facebook verwendet, Spiegel an Spiegel an der Wand Facebook. Nehmt das als Passwort. Das ist glaube ich damals so blöd, weil das ist schwarz um hacken. Wobei man denkt, dass die, äh, dass die ganzen ähm, Bots demnächst die Passphrasen alle also Ja, weg. ich weiß. Nicht, da bin ich mal mit meinem Passwortmanager generierten 30 Zeichen Passwort. Irgendwie ist mir das noch sympathischer. Ja, weil da habe ich alles drin. Ja, aber wenn der Passwortmanager weg ist, dann ja, der ist nicht weg. Ja, eben. Da, da mache ich mir keine Sorgen. Also, vor allem, den kannst du ja synchronisieren oder sonst was. Ein über die Cloud. <laughs> kannst du über Cloud machen, kannst du über WLAN machen. Stimmt. Na, ähm, wie gesagt, A-Tipp war mal, nie das gleiche Passwort für unterschiedliche Dienste zu verwenden. Ja, und auch nicht seine so Quagelpasswörter. Ja, keine Quagelpasswörter. Ja, Quagelpasswörter. was weiß hier. ich. Ähm, ich vor jetzt bei mir Alex86, Alex589. Es ja. ist ein sinnloses Passwort einfach. Ich meine, wenn 589 dazu hast, ist, es zumindest schon schwieriger wieder. Ja, aber... Ist jetzt aber nicht... was jetzt auch nicht so Was schwierig. Gott wie... Also komm, mit einer Brute-Force-Attacke wird es recht schnell durch Der sein. Hat irgendwann möglich sein, ja. Also, also mit irgendwann, so ein paar Minuten. Wird, ist ein paar Minuten Passwort ja. wahrscheinlich, ja. Ähm weil es geht, ja da, es geht ja da, eigentlich darum bei diese Brute Force Attacken, ich meine, knackbar ist alles irgendwann, wenn die Zeit, wenn du der, wenn du der Brute Force Ding die Zeit gibst. Ja ja klar. Das Ding ist halt das, wenn es einfach ein Jahr dauert, gehen die weiter, weil dann macht es keinen Sinn. Macht es keinen Sinn. Ja. Also das, das, geht ja wirklich leider darum, du gehst da rein, wo am einfachsten rein kannst. Ein 30-stelliges Passwort also, mit Großbuchstaben, äh, Sonderzeichen und das Ziffern dauert einfach zu raten. Was, äh, das dauerte ja nicht einmal ein Jahr, das, das dauert ja noch länger. Und da, 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 macht's kein, da hat halt keiner Interesse ja. dran, für irgendeine Facebook-Zugangsdaten ja. so solo das Passwort zu cracken. Wenn andere in einer Sekunde wurden. Wenn andere in einer Sekunde gecrackt werden, ja. wie zum Beispiel Liebe 1, 2, 3 oder sowas. Ja. Sehr häufig. Oder 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oder Star Wars. Oder das Star Wars. <laughs> Ja, verwendet gescheite Passwörter und falls ihr MyFitnessPal genutzt habt, ähm, ändert bei MyFitnessPal das Passwort Baulen und an <laughs> einfach. Und ähm, lustige Anekdote nebenbei: Ich habe MyFitnessPal genutzt vor ein paar Jahren, habe meinen Account geschlossen ja. oder gelöscht und habe trotzdem vor die Mail bekommen. Ich sollte doch mein Passwort ändern. Also danke, MyFitnessPal, dass ihr auf meine Wunsch in meinen Account nicht gelöscht habt hallo die wertvollen daten was du schon mit ja, Da war, das war, da war, da war nichts drin ich bin sehr schnell drauf gekommen, dass die app crap ist und hab man dann ich habe die nicht einmal was gekannt rauskommen. aber ich meine was, was schon mit my fitness anfangen kann ich nicht kennen das will ich gar nicht kennen eben also das ist sowieso so eine sparte die wird bei dir im, im, im App play store äh, nicht play store wie hast bei, bei, im, bei app, store. app store wahrscheinlich komplett ausgeblendet gibt es eine fitness sport sparte überhaupt da drin bei beim Play Store gibt's das ich weiß nicht wie gut App Store ist gut sortierter App Store ist Spiele ist einmal leider zu erkennen auf der Hauptseite wow ja das ist wichtig ja um, yeah, na spannend um, gehen wir zum nächsten Thema bevor wir uns da noch länger okay um, haben wir noch was ah, ja ich habe noch was oder ja ihr war noch was ah, du hast den Pudding ja ich habe um, damit herrscht jetzt sogar endgültig im Pudding Pose bring AR-Glas, also AR-Brillen, wo du quasi über Sound Sachen wahrnehmen kannst. So, okay. Also das heißt, du nimmst, du hast eine erweiterte Realität über den Sound. Das heißt, das ist jetzt wieder dieses klassische Ding, was über den Hörk, äh, über den... Über den, Knochen, über den Schädelknochen nachher an dein Hirn weitergeben wird. Ja. Und damit, die, ja, damit erhaltest du einfach zusätzliche Informationen zu deiner Umwelt. Aha, ähm, Infos, also Sound wird visualisiert im Sinne von, es wird da angezeigt, woher zum Beispiel der Tonkimp. Nein, ich glaube, es ist, geht oder? wirklich so als Beispiel. Das klassische Ding war das, du gehst jetzt in einer, was weiß ich, du bist, sagen wir in Paris, gehst beim Eiffelturm vorbei. Die Brille, oh, die. Die, die, genau, die Brille checkt, ah, du bist beim Eiffelturm, ich erzähle jetzt eine Geschichte zum Eiffelturm. Ah. So in die so. Richtung. Mhm. Ja, das ist ja nicht einmal so. Oh, also, okay. es ist sozusagen eine Sonnenbrille, die da halt, ja, wo du halt Sound dann nutzen kannst, um Infos zu kriegen. Ich meine, da wahrscheinlich wahrscheinlich Navigation sein, dass sie einfach sagen, mhm. jetzt bitte links abbiegen. Zum Beispiel. Um, ja, das ist ja, why not? Also, aber, aber warum Grod Bose? Ja, Bose ist halt auf Sound spezialisiert. Ja, aber ich glaube, dass Bose einfach irgendwas in den Augmented Reality Bereich halt haben will. Aber das ist jetzt einfach wirklich nur so, du kriegst es dann quasi nur über die über die Ohren, nimmst du es wahr. Ich glaube, das wird so wie das ausschaut, glaube ich, ist das über den Knochen wieder, dass das. Ja, Knochenschall. Ja, okay. Ja. Das heißt, es wird der Brille nichts eingeblendet. Die Brille ist einfach eine klassische Sonnenbrille, so ich, in die Richtung. Klar, ja. Und aha, okay. Das heißt wirklich nur Audio. Also es werden da Audioinformationen ja, das ist auch nur, das es ist Realität. Es ist ein interessanter Ansatz, weil ich kann mir schon vorstellen, dass die irgendwann so eine Dinge, was da in der Brille dauernd aufpoppen, dass die da wahrscheinlich irgendwann auf den Nerv gehen. Ja, na, ich glaube, man gewöhnt sich an alles. Ich gewöhne schon, aber wahrscheinlich ist es nicht so, ich meine, der Sound ist halt, wenn man im Bereich Sprachassistenten sein, es geht halt alles in Richtung Soundbedienung. Es ist alles mit Stimme, es soll alles dahin gehen, weil es die natürlichste Form ist, wie ein Mensch kommuniziert einfach. Ja, stimmt eigentlich, Also und da ist der Ansatz gar nicht so schlecht, also vom Bose. Das, das könnte schon. Ja, ich meine, ich stelle mir es. Ich stelle mir es wirklich interessant vor. Also ich meine, ich, ich es gibt ja mehr mittlerweile so eine Knochenschall. Devices, wo du noch einen ün in Ton über den Schädelknochen wahrnehmen kannst. Ich finde sie ja schon, ich muss mir stellen, das hat zu so Musik hören sehr interessant vor. Ja. Also ich meine, ich weiß nicht, wie sich das, ich habe das noch nie probiert, ich habe keine Ahnung, ob das wie bei normalen Kopfhörer Sound ist oder ob der verzerrt ist oder ob der anders klingt, ich weiß es einfach nicht. Er ist einfach, also ob Knochen Ja, Er ist halt leiser. Und, aber du nimmst gleichzeitig die Umgebung komplett wahr. Du ja. hast quasi die, die Musik das. hast du so quasi immer so als Hintergrundbegleitmusik. Ja, so das. quasi deinen eigenen Soundtrack zum Leben, ja. während du ganz normal durch die Gegend laufst. Richtig. Ähm, für, für so Audio-Podcasts und so weiter soll es nicht so geeignet sein, weil es schwieriger ist, dich auf die Sprache in deinem Kopf dann zu konzentrieren. okay Aber als Hintergrundberieselung, als Musik. Ich würde es mir auch gerne mal, vielleicht, vielleicht machen wir mal so einen, so ein Amazon-Test einkaufen, probieren wir das ja. Das, das können wir machen mal machen. Das können wir mal machen. Ja, ähm, das, weil ich, ich bin selber hochgradig daran interessiert, wie ja, das ja. ist. Das war mal, das war mal, glaube ich, bei einer Kickstarter-Kampagne, was ich das erste Mal Man. Da ist, war man dann eh schon klar, okay, das müssen andere Konzerne eh schon lang in der Pipeline haben, weil das mich wundern, wenn nicht. Ja, es ist ja mittlerweile vergleichsweise günstig zu haben, die Knochenschallkopfhörer. Wir haben es glaube ich eh in einer Sendung sogar schon einmal gehabt. Ja. Ähm, zum Beispiel die Aftershocks gehen ab 70 Euro, äh, ab 105 Euro Na, 70 Euro gehen sie los. Ja, okay. Also das ist jetzt nicht so. Na, das ist nur nee. Es ist wie ein Kopfhörer. Ein normaler Bereich, sondern es ist so preislich so ja. in dem Bereich, also was man eigentlich für einen gescheiten Kopfhörer ausgeben sollte. Ja, also ich sag so: Außer jetzt sind sie eine, eine, eine in ihr fürs Fitnessstudio, okay, ja, dann gehen 20-25 Euro. Auch. Aber wenn man, wenn man darauf bedacht ist, ist gute selbst, Qualität zu haben, selbst, selbst bei in ihr würde ich wahrscheinlich 50-60 Euro ausgeben für ein. Die in ihr im Fitnessstudio, was man so verändert, ja. das sind sowieso nur Bluetooth-Geräte. Da, da ist die Musik ja eh schon schlecht. Komprimiert ja, komprimiert halt durchs Signal. Ich, ich meine, ich, ich bin kein Fan von in ihr Kopfhörern, weil mir, bei mir passen die meisten nicht ins Ohr und dann noch die Ohren einfach weh. Das habe das Riesenproblem damit. Ja. Also, die, diese Apple Earbuds gehen, die kann ich relativ, ich meine, aber nach ein paar Stunden tun mir auch die Ohren weh. Ja, weil die, die Apple in ihr, die, die, ja. Aber de, de find ihn, ich, ich finde die Sonne zum Beispiel ganz cool. Siehst du mit, mit dem, mit dem ja, Rahmen das, da oben? Das schaffe ich gar nicht. Was das man das da im, im der Ohrmuschel noch das einhängt. Also, das, ja, ich mach, bin einfach kein in ear kopfhörer ah, okay. Also, das ist für mich sein, die Ober-Ear. Ich finde die also viel ich hab angenehmer. So, ich habe ich hab also eh D in der Richtung. also Das sind schon sehr angenehme Kopfhörer, kosten 22 Euro okay, ja, ich mein, für, fürs Laufen und fürs Trainieren. Ja, okay, und wenn's, wenn sie nachher wenn sie an Spinnen anfangen, werden sie ausgetauscht. Ja, werden sie ausgetauscht. Aber halten bei mir jetzt. Hey, ich bin bei Kopfhörer genauso fetischist wie bei äh, ähm, Rucksäcken oder oder Notebooktaschen. <laughs> ich kann da irgendwie nicht genug haben. Da, das ist irgendwie so ein Laster. Na, das da bin ich sehr bescheiden. Also ich ja. glaube, ich habe einen Rucksack, den nehme ich mittlerweile zum Fliegen und so für alles mögliche ja. her. Den ja. habe ich glaube ich seit zehn Jahren. Foto-Rucksack, kleiner Fotorucksack, großer Foto-Rucksack, Foto-Notebook-Kombi-Rucksack. <laughs> Foto-Notebook-Kombi-Rucksack. Äh, Notebook-Umhängetaschen, Front-Notebook, ganz normal, klassisch auf die Schulter, Aufhängetaschen, okay. Notebook-Neopren-Tasche zum Umtragen, Ah, nein, da bin ich großer nicht. Großer Wanderrucksack, kleiner Wanderrucksack. Ich bin so sehr bescheiden. Ja, sei. ich bin da ein bisschen... Ja, es ist ein bisschen... Ja, Laster. Fetisch, Laster, das ist so, du hast fast so einen, du hast einen Handtaschen -Dick, also. Ja. Yeah. Okay, ja, yeah, Mai. Ich unterdrück mal welche Seite nicht. Ja, passt eh, ist eh okay. Ähm, na, also sollte man wir wirklich einmal auf unsere To-Do-Liste setzen, so einen Knochen Kopfhörer. Ja, sollte man vielleicht ja. echt mal durchprobieren, ja. so live in der Sendung. Und dann schickt man, Und dann schickt man <lacht> <lacht> Okay, ja ja wenn er wenn er nichts taugt ja schicken sonst kalt man sonst kalt man und ja. überzeugen jeden davon ja ähm, du hast noch was mit einer uhr ja ich habe jetzt das, also das letzte tech vielleicht ist es dem einen oder anderen hörerin oder dem einen oder anderen hörer aufgefallen dass die uhren an der mikrowelle oder da beim radio oder beim bockrohr ähm, falsch gelaufen sind so im Jänner und im Februar. Mhm. Vielleicht ist es auch jemandem auffallen, man hat dann im Februar die Uhren umgestellt und davor mal, jetzt laufen sie schon wieder falsch, nämlich fünf Minuten vor. Ich, mir ist das zum Beispiel, ich leider Fernsehen gleich also mir ist es gar nicht aufgefallen weil ihr auf meine küchengeräte das ist fast keine uhrzeit drauf ah, okay. es gibt aber viele Küchengeräte was also ich, ich habe kein, hab keine mikrowelle deshalb ja. ich kann nicht mitreden also ich habe das nicht bei uns in dem fall ja. war es wirklich genau bei drei geräte okay. nämlich ihr habt ähm, am bockrohr ja. am bockhofen die uhr an der mikrowelle uhr und dem radio weg am ja. zimmer die uhr und das sind uhren die über die über den strom also nicht nur vom Strom ähm, gespeist werden, ja. sondern auch über den Takt, über die Taktfrequenz vom Strom, ja. kriegen, nämlich über die 50 Hertz. Und im Januar und im Februar hat durch politische Turbulenzen zwischen Serbien und Kosovo in Europa ähm, weniger, unter Anführungszeichen, weniger Strom im Netz ja. gegeben, wodurch das ähm, Stromnetz in Europa nur mit 49,985 Hertz getaktet ja. hat. Das haben, hat halt quasi ein Prozentel, ja. Äh, 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 ja, ja, ein Promilchen gefehlt. Ja. Ähm, das reicht aber in einer Stunde eine Abweichung von ein paar Sekunden zu ja, haben. Ja, ich sehe Und nach ein paar Tagen oder ein paar Wochen hat man dann eine Abweichung von fünf Minuten. Ja. Im März hat dann die Europäische Stromnetzagentur, also ich glaube. Das ist irgendeine Agentur, Swissgrid glaube ich, ist das, wo alle europäischen Stromnetzwerke zusammen drin hängen. Haben dann angefangen, okay, jetzt müssen wir das natürlich wieder korrigieren. Ja. Und haben jetzt angefangen, ähm, wieder unter Anführungszeichen mehr Strom ja. ins Netz einzuspeisen, wodurch die Netzfrequenz auf 50,00 irgendwas und dann jetzt, sich das aus, ähm, gesteigert worden ist. Und dann gleicht sich es aus. Und das ist ein interessanter Link, den wir in die Shownotes tun. Bei C.H. Ähm, Frequency kann man sich die aktuelle Netzfrequenz anschauen und die aktuelle Abweichung der Netzzeit ui, 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 von, ui, der ui, ui. Standard, von der gesetzlichen Standardzeit. Also bei uns mit, äh, momentan mitteleuropäische Sommerzeit. Und momentan zum Status 6. 6. April um 14.24 Uhr läuft im europäischen Stromnetz die Frequenz mit 49,960 Hertz Hui. und wir haben momentan eine Abweichung von 13,110 Sekunden. Hui. Es ist sehr schräg, ich habe das auch bekannten erklärt, der selber eigentlich gelernter Elektriker ist, der war sehr irritiert und verwundert, dass es das gibt. <lacht> <Gut>. <lacht> ähm, Hintergrund, ähm, in, in mancher Geräte hat man sich an, an, an Quarz gespart bzw. Elektronik gespart und deswegen laufen, werden die Uhren quasi über die Netzzeit synchronisiert, über die 50 Hertz. Ähm, Modernere moderne Geräte, wo man das nicht eingespart hat, wie ein Fernseher oder ein ja, keine Ahnung, andere Geräte ähm, haben meistens ein Quarz oder überhaupt eine Elektronik mit Batterie drin, mit einem eigenen Taktgeber, dann braucht man eben nicht die 50 Hertz aus dem Stromnetz nehmen, sondern das, die Uhr bzw. das System hat einen eigenen Taktgeber. okay ja. Und auf Smartphones, Tablets und PCs hat es im Prinzip überhaupt keine Auswirkung, weil sich die, die Geräte jetzt die Uhrzeiten übers Internet holen, über NTP. Ja, ich habe eigentlich, ich werde immer geredet, was quasi sich die Uhrzeit so holen. Also, ich stelle keine einzige Uhr mehr um. Ja, ja, eine Wanduhr habe ich zwar. Achso, die benutze ich nicht, also die stelle ich ja nicht um. Ja, was ist an der Wand. Ich schaue jetzt auch selten drauf, aber wenn ich drauf schaue, dann Soll zu so passen. Achso, na, ich verlasse mich eigentlich da so ziemlich auf die anderen Uhren, die sich selber umstellen und. Okay. bin kein Wanduhren-Fan. Naja, ja. ja. Dann, vor allem ich mag dieses Ticken schon nicht, mir geht das teilweise richtig auf die Nerven, wenn das zu laut ich ist. Ich finde das angenehm. Gleich wie es gibt so Wecker, die stehen neben dir beim Schlafen aus dem Kastel, noch Kastel. Und haben Spulenfiepen. Was sind Spulenfiepen? Kann ich das nicht, Spulenfiepen. Na, was ist das? Wenn die Elektronik, durch seine Kondensatoren und ja. so weiter verbaut, wenn die ganz leise pfeifen. Oh, oh, das ist schier. Ui, das das ist furchtbar. hat man zum Beispiel oft bei Ladegeräten. Ja, wow, das ist furchtbar, das Zeug. Ähm, ich bin da sehr, sehr. Nein, das mag ich auch nicht. Und ähm, ich mag auch sensibel. dieses Dicken beim Wecker. Das geht dann dick, 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 dick. Und da drei durch. Irgendwann kennt ja. ihr den Wecker. Ich finde find sowas Rhythmisches angenehm. Das ist wie beim Zugfahren. Drock, drock, drock. Es macht mir auch irgendwo fertig. Also, es darab, ist so monot ey, das Monotone, ja, ist für mich immer so perfekt einschläfernd. Nein, das also am weg, er kennt die. Also, ich glaube, ihr habt einmal das war das, war das Beste. Ähm, das war in Island, an vom, also an den Vorabend vom Rückflug. Und wir haben dann das ist in Keflavik, weil da hast du nicht so weit zum Flughafen machen. Und da haben wir halt in so einer Pension geschlafen. Und ich habe ein Zimmer gehabt, ich meine, es, hat, es hat eine Küche gehabt und dann Kühlschrank und einen Fernseher. Und ich, war, ich bin ja generell ein Mensch, ich kann nicht zu frü so früh schlafen gehen. Aber wir haben um vier, glaube ich, aufstehen müssen. Also, also um fünf ist unser Flug gegangen. Also oder um fünf haben wir beim Flughafen sein müssen. Ja. Oder irgendwas. Und ich bin dann so halt um, ja naja, für meine Zeit, früher frü um zwölf wollte ich schlafen gehen. Ähm, ja, dann dann gehe gar nicht. Mehr ja, ist, ist die Geschichte endet eh ungefähr so. <lacht> <lacht> die, äh, es war lustig. Und dann lustig. Irgendwann hat es so was, hat, hat so ein klassisches Kühlschrankgeräusch gegeben, dieses. Äh, ja. Und immer dann gedacht, das gibt's nicht. Dann habe ich mal eine halbe Stunde diesen Scheißstecker vom Kühlschrank gesucht, wie ich den Scheiß ausstecken kann. Das war furchtbar, weil der war, ich weiß nicht, wo der versteckt war. Irgendwann glaube ich, habe ich halt einfach alle Steckhäuser gerissen, was ich gefunden habe. Und dann haben wir wieder ins Back gemacht. Jawohl, jetzt kann ich endlich noch zwei Stunden oder dreieinhalb Stunden schlafen. Dreieinhalb Stunden bei drei uns. Und dann hat nur irgendwas gepiepst und ich habe keine Ahnung gehabt, was es war. Dann bin ich normal wie, so ähm, wie so ein Detektiv durch die Wohnung oder auf das Zimmer gelaufen, bis ich irgendwann drauf Bin es war der Fernseher, mhm. Spulenfiepen. Und da habe ich mir gedacht, ich könnte kotzen, das gibt's nicht. Und nachher, bis ich das gefunden habe, war es glaube ich eins. Da habe ich mir gedacht, so, jetzt ist aber eigentlich auch schon wurscht, jetzt brauche ich gleich gar nicht mehr schlafen. Ja, mehr. Stimmt. Und dann habe ich halt den ganzen Rückflug geschlafen. Aber ähm, für so ein Fall habe ich eigentlich immer Auro-Bugs dabei. Immer. Habe ich auch lustige Geschichte. Und die helfen. Ich habe mir einmal eine ins Ohr gesteckt. Und nicht mehr alles krieg Es war zu klein. Ich glaube. Das war furchtbar. Da habe ich auch eine Stunde umgebracht, dass ich das Ding wieder rausgebracht habe. Das ist recht unpraktisch, wenn, das, wenn du nichts ja, hast. Aber wie weit hast du es dir denn reingesteckt? Nein, ich stecke meine äh, nicht so nein, weit ein. Ich hab's. Das war ganz komisch. Ich, also, ich war im Pfleger ja. und habe das dann so reingesteckt und dann ich glaube da ist genauso einmal der Flieger nach oben und nach unten <laughs> kurz und dann habe ich es im Ordner gehabt und habe mir scheiße, ich krieg jetzt. Wie klar den. war denn das? Das war furchtbar klar, das, okay. das war viel zu klein. Ich habe nicht gewusst. Es weil war normalerweise es sind die ja so zwei Ja, Zentimeter Ich habe es zuerst so eine gehabt, aber die ich ich probieren wir zuerst das kleinere aus. Das ist ja ah. wurscht. Weil ich habe mehrere bestellt gehabt dann habe mir gedacht, die probiere das jetzt einfach mal aus. Ah, das war schlimm. Irgendwann glaube ich habe es mit einem Kugel, mit einem Kugelschreiber so irgendwie dann so rausgehebelt. Das hat sicher gut ausgeschaut im Flugzeug oder einer stochert sich da in die Ohren. Ich bin zum Glück gleich beim Fenster gesessen, dass das auf der Seite keiner gesehen hat. Weiß Leben war es echt nicht gut mit dir. Nein, ja. das sind so, vor allem du kriegst dann, weil du merkst, dass da was im Ohr ist und das, das ist total lästig, weil du auf einer Seite herrscht und die andere ist komplett dumpf. Oh. Furchtbar. Also schlimme Sachen können da passieren. Deshalb verwende ich keine eurobugs mehr. Okay, so. Jetzt haben wir das so, <laughs> Dass ich da meine Probleme mit der Welt erzählen? Na <laughs> na. Es, es, es ist sicher, sicherlich zum Amüsement unserer Hörer und Hörerinnen. Da ist mit Sicherheit. Ich mein, aber das war eben... das Daher keine Okay, jetzt weiß ich, was manchmal mit diesen Fieben da, mit den komischen. Ja. Okay. Es sind schlimme Geräusche. Also. Ja, ja, es sind sehr, sehr unangenehme. Ja. Also, ich, ich habe in der Küche, habe ich also... Ähm, wie nennt man es? Äh, ein Bluetooth Radio, also oh, ja. eine Bluetooth Box mit ja, was halt ist wie ein Radio. Und bei dem hörst sogar, wenn er eingeschaltet, äh, wenn er bei dem hörst, wenn er ausgeschaltet ist, ja. weil dann blinkt das LED nämlich rot, dann es aus, ein. Aus, ah, okay. Ein, aus, ein. Ja. Das ist der Off Mode. Warum warum er im Off Mode überhaupt blinken muss? Das ist, ist bleibt mir ein Rätsel. Ähm, jedenfalls dort 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 wenn wenn's LED angeht. Das ist ein ganz leichtes, ganz nahezu unhörbares Fiepen, aber ich hätte es. Ich hätte es bei den Ladegeräten, ich hätte es bei. Deswegen habe ich die Ladegerät für mein Smartphone, für mein Tablet und für mein E-Book reader die habe ich zwar beim Nachtisch, aber unterm Bett drinnen, damit es nicht her, weil wenn es auf so es auf Ohrenhöhe habe, ja, okay, ja. Und seit neuesten her eben radio auch fiepen. Und, und ja jetzt wird er Lösung jetzt wird werden jetzt wird da wahrscheinlich fliegen ja also nein ich, deshalb ich ich habe einen Funkwecker der läuft mit Batterie oh Gott aber mit Funkstrahlen ja ich habe einen Alu-Hut ah okay dann ist natürlich wieder noch und Alu-Schuhe. Äh, noch besser ja ja natürlich also und ich habe einen Energiekreis ums Bett um gemacht. Ja, dann kann ja, man dann, ja nichts, dann kann man nichts mehr passieren. Dann kann nichts passieren. Und das Ganze zum Schnäppchenpreis von 5.990 Euro. Oh ja, einen guten Preis, ja, gekriegt, nicht schlecht. Ja, er hat normal gesagt, normal kostet es 10. Ja, dann, 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 dann das, 5 das, ist das schon ein gutes Angebot. 5 9. Also, das passt schon. Das passt. Ähm, nächstes Thema: Gut. Ga Gadgets. Ich, so. iPad haben wir gehabt. iPad ist erledigt. Ähm, Lightphone 2 erzähl uns was von Light zum von 2. von 2 ist eigentlich ein Rechteck, wo ein Display drauf ist. Und nicht nur irgendein ein Display. Es ist ein E-Ink, oder? Also wir verlinken es eh. es ist sozusagen der Sinn und Zweck der Sache ist, ein Smartphone lenkt ab, ein Smartphone kann viel, was du nicht immer brauchst. Aber lenkt trotzdem ab. ab. Also, es geht eigentlich darum, so quasi, dass du nicht immer Zugang zu E-Mails hast, dass du nicht immer Zugang zu jeglichen Messenger etc. hast, sondern wirklich, du kannst telefonieren damit, du kannst ja SMS schreiben, du kannst, glaube ich, mittlerweile sogar gewisse Sachen wie Uber anfordern oder irgend so oder Navigation drauf tun. Es wird ein paar exklusive ja. Apps geben, ja. Und das war's. Also, es das heißt es ja. ist aufs Wesentliche beschränkt. Ähm, und ich glaube, vor allem, es hat recht guten Anklang auf Indiegogo gefunden. Ja, ähm, ich kann es mir auch vorstellen, warum, ich. weil es ist für manche Leute wirklich, wenn ich das, ich meine, man merkt selber du kannst bei einem Smartphone, wenn du es dabei hast und das macht, bün, schaust du nach. Das ist ähm, mittlerweile ist es so, dass seit ich die Sportuhr habe, schaue ja. ich eigentlich nicht mehr direkt nach, sondern ah, du zeigst du mir eine Notification, ja. ah, das ist eh nur ein Spam-E-Mail, okay, ja. kann, kann ich später lesen. Ja. Oder das ist eh nur äh, WhatsApp von vom Alex. Ach, das, das brauche eh ich gar nicht lesen. Äh, also Telegram-Nachrichten, <laughs> ja. das, das kann Wort. Ja, richtig. <laughs> ja. Ähm, aber ich glaube, dass das für viele schon, gerade für, sagen wir mal, Trennung beruflich und privat, wahrscheinlich für manche wirklich nicht schlecht ist. Ja, beruflich hätte er gerne so ein Telefon. <laughs> dass quasi E-Mails mehr einer Ja, das wird schwer beruflich. keine WhatsApp-Nachrichten vom Chef. Ja, oh, ihr schreibt whatsapp nachrichten in der Firma hin und her. Ja. Ihr seid ja voll modern. Ja. Na, mhm. ähm, aber ist ein interessanter Ansatz, auf alle Fälle, ich finde es nur, was ich sagen muss, ich finde es relativ teuer für das. Ja, das, 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 das hat mich auch ein bisschen. Weil was, was, was im... Weil es ist jetzt kein schwacher Preis. ich glaube 100. Vor allem, ähm, es soll normal 400 Dollar kosten, aber jetzt kostet es 250. 250, ja. Also wenn man bei Indiegogo ja. jetzt noch zuschlag und das ist halt für ein Gerät, das im Endeffekt nichts kann außer telefonieren und Simsen. Ja, und ein paar andere Dinge. Ein paar Dinge. exklusive Apps, ist ja. das echt ein harter Preis. Das Weil, ganz ehrlich, der Kaffee mal Nokia 3310. Ja, weil das kann nichts. Ja, es gibt sogar Geräte, die noch weniger kennen, bis 230. Es gibt Feature Phones, ob 16 Euro, ob man es glaubt oder nicht. Ja, während früher mal Siemens M35 kann ich noch erinnern auf den komischen Plastikknopfknochen da. Das hat glaube ich damals 300 Euro gekostet und jetzt gibt es, ähm, das hat auch nichts kennen im Endeffekt. Ja. Und jetzt gibt es ähm, Feature-Phones, ähm, Feature-Phones, wobei ich die Bezeichnung Feature nicht verstehe, weil es hat keine Features. Nein, eh nicht. Ähm, Handys ohne Vertrag. Nehmen, nehmen wir jetzt das neue Nokia 3310 her. Das ja. kostet derzeit... In Aktion 48,90, echt? Ja. Es gibt von LG Electronics das B200, das kostet 14 Euro. Ja, okay. Ähm. Das hat ein Farbdisplay mit 1,4 Zoll, einen Klinkenanschluss und man kann damit telefonieren und SMS schreiben. Und der Akku hat wahrscheinlich vier Wochen. Ich meine, ich kann mit den Dinger kein SMS schreiben, weil ihr mit dem Tastenblock habe ich nie SMS schreiben können. Ach. So, also, ja, das, das war ein Grund, warum ich früher nie SMS geschrieben habe, weil ich für eine SMS eine Stunde gebraucht Ja, deshalb habe ich immer K hintergeschrieben Ich, ich sage halt im Endeffekt ist so: Es gibt halt weitaus günstigere Alternativen zu dem Lightphone 2. Aber ins ein geiles Design her, äh, ja, es ist super Design cool. gemacht. Ist schön ähm, gemacht. Klar, du die Komponente natürlich auch mit, dass das alles so schön unter der unter dem Display ist, das E-Ink-Display nachher und ja, das ist alles also schön. schaut eigentlich alles aus wie aus Angus. Das es schaut echt wie so Science Fiction. Es ist super schön gemacht, das ja. auf alle Fälle, aber ob man das für ein Telefon, das im Endeffekt zwar Sachen kann, das wert ist. Ja. Weil ich meine, vor allem, wenn man es jetzt reinbracht, die Kabel sehen, eher klaut mir jemand das Lightphone als ein Nokia 3310. Ja. Also, ja, ich glaube, bei Nokia ja. 3310 fragt dich sogar jemand, ob ihn verarschen will, dass das in deinem Rucksack überhaupt drin ist. Und ob man jetzt ein LG-Handy oder Vico oder Alcatel oder Bearphone um 14, 15, 15, 15 Euro hat, ähm, das hat die genau die gleichen Features, <laughs> nämlich keine, außer telefonieren und SMS. Richtig. Ähm, Abgesehen von ein paar exklusive Apps, ja. Aber wenn man wirklich ein bisschen. Ähm, den Schwung oder, die, oder den Stress, Stresslevel senken dann kann man sich ja sowas zulegen. Ist, ja, ich meine, es spricht meine Augen wirklich nichts dagegen, am Wochenende sowas zu verwenden oder sowas. Ja, Frage, ja ich, aber ich, sag, ich aber kann, ich, ich, ich kann halt ohne Handy, ich bin süchtig danach. Na, aber ich habe auch keinen Grund, was anderes zu verwenden, weil nein, mir ist, Stress äh, so mich, mich. stresst es jetzt ein. Ich, mein, ich finde das schon praktisch, vor allem ich bin einfach, ich bin ein komplett blinder Typ, wenn es um Navigation geht. Ich finde, ja, ohne du, Google Maps kann ich, kann ich, kann ich da haben bleiben. Ja, aber du bist im im Nein, ich sage jetzt, wenn ich, ich woanders ja. bin, also ja. sag mal, ich bin in Wien, also ich finde nichts. Ja. Das, das, ist für, das ist echt für einen Arsch. Da kann ich, ich bin früher, wie Bevor ich das in meiner Studentenzeit das Ding habe, hab ich einen Zettel ausgedruckt, dass ich weiß, wo ich hinfahren muss. Das ich. Ja, aber äh, nein, da bin ich nicht so. Also ich bin komplett blind. Also ich bin recht gut bei Stadtpläne lesen. Die, die hängen eh überall. Ich hasse Pläne lesen. Erstens, ich weiß nie, wo ich bin. Zweitens, ich weiß nie, ich muss jetzt links oder rechts gehen. Okay. Also ich bin, wie schon gesagt, ich bin fast von den Smartphones. Das ist wie so, also wir am Tropf hängen nachher. ja also es ist nicht lebensnotwendig aber, aber, ja, aber eigentlich schon aber ich habe ein Problem ich komme dann doch da nicht hin <laughs> also das ist ähm, du verhungerst dann, weil du weil ja ich das muss mir dann irgendwo ich muss dann irgendwo in der, der U-Bahn muss ich campieren oder was weiß ich was muss ich muss ich Zelte ausschlagen ah das, das sind die ganzen Leute die ja. so in der U-Bahn hocken die haben eigentlich die haben einfach keinen Akku mehr gehabt am Smartphone und war, von jetzt, 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 jetzt stehen sie da und sagen Scheiße hm. jetzt und dann fangt natürlich das Schicksal an. Dann fangst du an, Alkohol zu trinken. Wärst da, dann bist du irgendwie. Alkoholabhängig, irgendwann ja. gibt es Alkohol keinen ja. dann muss man auf Drogen und ja, nein, dann bist du schon da, dann sagst du, ja, jetzt ist es eh schon wurscht. Ah, genug gescherzt. <laughs> genug gescherzt. <laughs> e. Weil gescherzt worden ist am 1. April eh schon so viel. Oh, goldene Brücke. Ja, golden. Goldene <laughs> Brücke. Ähm, der Standard, Standard.at, Webstandard, die haben die besten April-Scherze ähm, zusammengefasst. Ähm, Klickt es euch da ein bisschen durch. Ähm, bringt jetzt nicht vieles alles ähm, zu erzählen, weil man muss sich da fast die Videos und die Bilder dazu anschauen. Unter anderem hat Hofair, der, Hof der Lebensmitteldiskont, <laughs> die Hofair Luftlinie vorgestellt. Ähm, T-Mobile hat Smartphone-Converse ähm, vorgestellt mit Lautsprecher und Display. Google hat, Google Japan hat... Äh, Uh, Tastatur vorgestellt, Hardware-Tastatur, über die man swipen kann, um, um Wörter zu schreiben und zu vervollständigen. <laughs> ja, es sind ein paar echt, echt witzige Sachen. Also, da, der, der netteste april der war ähm, Finde Walter im, in der Google Maps App. Das <laughs> äh, habe ich sogar, habe ich sogar Zeitl, also was heißt Zeitler, habe ich sogar ein bisschen gespielt. Das hat echt Spaß gemacht. <laughs> ja. war echt ein lustiges Spielchen. Ja. Ähm, klickt euch da ein bisschen durch, sein, sind ein paar lustige Sachen dabei. Sein sicher auch viel schlimmer wieder dabei, oder? Äh, mir sind jetzt nicht so viel... Ich meine, gut, das ist, wenn es die Liste von den Besten ist, okay, dann wird es nicht mehr schlimm sein, ja. weil es gibt leider auch an dem Tag so viel sinnlosen Schrott, der da ins Internet wieder gestellt wird. na ah, cool, Pornhub hat <laughs> da was... Ja, Pornhub, Pornhub hat auch coole Sachen gemacht. Hot Horn Videos sind die Empfehlungen, ähm, mit Blasmusik, also ja. Bassmusikinstrumenten. Ja, es ist. Boah, aber jetzt auch ein lustiges ähm, virales Video gehabt, wo es sozusagen diese ganzen Gemeinden wie Fucking oder, oder La, Vagina La in Italien. Ja, ähm, die haben jetzt quasi oder in all, Die Frankreich. haben jetzt alle gratis einen Premium-Account gekriegt, weil sie sozusagen sehen, ein bisschen helfen wollen. Ja, also ich bin jetzt, das mir jetzt wir mal, was jetzt Was ich jetzt generell interessant finde, oder interessant finden würde. Ich möchte jetzt einmal diese Zuzugstatistiken von diese Gemeinden. Ja, man, also unterm unterm ähm, Facebook, äh, YouTube Account ja. zu, in den Kommentaren zum Videos ist sehr oft gestanden. Ähm, I will move to oder ich yeah. ziehe nach. Ja genau. Also fucking wird jetzt die das wird eine Metropole werden. Ja also hey gratis ist Born Premium, -Premium zugang Ja hallo, hallo. Das, das ist ähm, auf Lebzeit ja. Herrlich. Ja. Also, aber aber Bornhab, ähm, also de <laughs> denen kann man echt nicht böse sein. Nein, die machen so lässige Werbung. <laughs> ja. äh, kennst du zum Beispiel das ähm, Weihnachtsvideo von 2016? Ja, ich glaube. Wo alle so sich gegenseitig die Geschenke überreichen und so freudig und toll Geschenk. <laughs> und der Opa sitzt am Sofa, ganz traurig ganz traurig, kriegt nichts. Dann gibt mir Enkel ein Gutschein, also ein Kuvert mit Gutschein drin und der Opa von mir ganz freudestrahlend ja. umarmt da hinten und dann sieht man hinten Born Pornhub, ja. Giftcard. <laughs> hat Herrlich. Nicht. Hat nicht sogar, ich glaube, das hat sich gegeben, es hat ja mal jemand ähm, aufgrund, dass er Pornhub benutzt hat, ich weiß es nicht in welcher Form man Pornhub benutzt, ist ja wurscht, ähm, und da ist glaube ich irgend sein Mutter oder sein Vater ins Zimmer gekommen und er hat nachher weil er vergessen hat in Laptop zuzumachen, hat er einfach durchs durchgeschlagen <laughs> und ich glaube Bornab hat das ins, weil er hat das in Social Media reingeschrieben und Pornhub hat dann gesagt machst du mir kaufen dann nein Laptop <lacht> <lacht> also das war man gut zuklappen ja, ich weiß nicht, warum man ihn nicht und ja, Bornhub, 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 ich, hat. Ja, Display Bornhab, Bornhab, glaube ich, hat gut Kohle, gerade bei... Ja, ein Laptop kennen Sie sich leisten. Aber ich muss sagen, für die Marketingabteilung, was die hat, Bornhab ist super, die, also die ist begnadenswert. Also, das ja. andere Firmen könnten sie. Ja, in der Form müssen Hände ringen. Das, noch was so man ja so suchen. eine Firmen aus der Sparte lassen muss, sie seien auf dem Technikzug extrem weit vorne immer. Ja. Allein mit diesen VR-Geschichten, das waren die ersten, was es adaptiert haben. Ja, also bevor VR-Videos ja. überhaupt irgendwann nochmal ins Wohnzimmer oder ja. ins Kino kämen, die haben schon gibt also, schon VR-Panos für die HTC Vive und für die Oculus. Ja, also das ähm, und das ist für mich immer so ein Indiz, weil sie waren beim iPhone waren es alle die ersten, was drauf waren. Ja, nämlich ja. Ähm, die Videos ja, im Browser ja, genau. ohne Flash darzustellen. Genau, genau. Das waren die ersten, was ja. da waren. Das heißt, es ist schon ein Indiz dafür, dass sich das wirklich durchsetzen wird. Ja. Also und jetzt werden sich die Ortsnummern durchsetzen. Also fucking, lavagina, ja, Orschi. Wie, La Vagina, wie gesagt, fucking wird die Gemeinde in Österreich werden was in größten Tour. Ich bin nächstes Jahr auf die Gemeindestatistik. <laughs> Aber nicht dürfen jetzt ein paar Wohnblöcke bauen. Fucking wird explodieren. Die Wohnungspreise werden in die Höhe schnellen. Also, ja. Obwohl ich Fucking ja eh noch einen recht schönen Ortsnamen finde. Ja. Da waren, glaube ich, schlimmere in dem Video drin. Naja, so schlimm was ja, irgendwas Big Dick, glaube ich, in Großbritannien. Ja. Das, das ist auch sozusagen so ein Name, wo oh, ja. Also da denke ich mir, wer oh, hat shit. den Orten diesen Namen geben? Es ist Lavagina. Ja Lavagina, aber ja, Lavagina finde ich ja schon hart, aber zum Beispiel mein heimat dort Großkirchheim, ja. okay, weil da ist eine große Ge Kirche, ja. Heiligenblut, ja. weil da die Legende von dem Typen war, der das Heilige Blut ja. so drüber hat ja, ja, oder sowas. Ja. Und dann Lavagina, ja, <laughs> ja. big dick. Ja, da ist halt jemand gesagt, wurscht. <laughs> Fucking kann noch irgendwo hergeleitet werden, aber wahrscheinlich ist Uh, wahrscheinlich irgendwas von von Schweinefocken oder keine Ahnung ja, die richtige was ja aber so irgendwas ja, kann, ja schon kann sein. vielleicht auch hergeleitet werden aber Lavagina das ist halt schon sehr Puh. hat sich einer gedacht Scheiß drauf weil es wurscht ist uh, aber jetzt jetzt, jetzt jetzt red du weiter mit dem nächsten Thema noch und suche jetzt noch die Liste aus, mit den Orten weil das will ich jetzt wissen die, die lesen wir jetzt alle uh, vor <lacht> 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 um. Und zwar, das nächste Spaßweg ist ein Video sozusagen. Ähm, es, glaube nennt sich die Verschleppung der Prokrastination. Das heißt, wie kannst du mit deiner Aufschieberitis quasi Herr werden? Oder es ist so, es ist ein Ted-Video, wo jemand recht lustig erklärt, wie das in deinem Kopf funktioniert. Also, er beschreibt es alles anhand eines Offen. Du hast einen Offen in deinem Kopf, der sozusagen sagt, ja, mach später. Es also ist ein sehr lustiges Ted-Video, was 14 Minuten dauert und ähm, ist sehr fein erklärt, sehr unterhaltsam. Ja, mit Prokrastination habe ich eh immer ein bisschen so ein Problem. Das glaube ich, hat jeder. Ja, ich, hat jeder ja. Also er erklärt es anhand, glaube ich, einer Master- oder Bachelorarbeit, wo er sagt, ah, ich habe eh noch ein halbes Jahr Zeit und irgendwann bist du dann da, oh, ich habe noch eine Woche. Ja. Ja. Und so eine Dinge kämen dann halt raus. Ähm, wenn man das wenn man das nachher oh, ja, gibt ein Lösungsansätze. Naja, ich habe ja teilweise nicht einmal so das Problem, dass ich so großartig prokrastinieren tue, sondern meistens tue ich es nur einmal. Also ich, ich, ich für die meisten Sachen, die ich zu erledigen habe, setze mir Erinnerung oder, oder ein Task. Ja. Dann poppt es auf am Handy, dann denke ich mir, ah ja, das muss ich machen und schieb's weg. Ja. Und dann kimppst immer. Und dann, dann, ja, dann ist erledigt. Dann, dann ist erledigt. Dann, <laughs> dann denke ich nicht mehr dran. Ja, richtig. Das ist ja das ist, naja. Ja. Ich meine, ist jetzt nicht dramatisch. Unter Novas noch was, ähm, in Duolingo in der Sprachen-App. Ich glaube, auch derzeit nur auf Englisch kann man jetzt Klingonisch lernen. Ja, ja, äh, Klingonisch, Deutsch. Deutsch-Klingonisch ist, ist macht ja keinen Spaß. Nein, es muss schon Englisch sein. Also Klingonisch, Englisch, Englisch, Klingonisch. Ich habe es probiert, Ist furchtbar zum Lernen. Also, ich wäre kein Klingonisch-Meister mehr. Ja. Na, da bin ich auch ganz schlecht. Ich hab's, ja, ja was heißt, ich hab's probiert. Irgendwie. Ich hab's. Da ja, sprichst sie nicht einmal aus, gescheit. Na, vor allem das Problem das ist, ist auch, ein dass, dass du Lingo kein Ding hat, kein Audio dazu, also dass, ja. dass das einmal einer vorspricht, weil das, das ist halt doch sehr obkokt die ganze Sprache. Also diese Wörter sind teilweise schon sehr komisch. Ja, und keine Lautschrift dabei, oder? Oder, Nein, ist gar ist ich, dabei? oder, oder spricht man das also, aus, wie es dasteht? Ich muss auch sagen, gleich die Dinge, ähm, du kriegst ja nicht so, ein, du wärst nicht so schrittweise eingeführt, die hauen da gleich Sätze her oder sowas und die ja. musst du dann übersetzen. Ich glaube, du hast jetzt die Map gefunden. Ja, oder? ich habe jetzt die Map gefunden. Also es, es gibt ein paar, also ich habe jetzt nur, nur einen Ausschnitt ja. aus der Map gefunden, jetzt mit der Borte da in ja. Europa. Also, fangen wir an. Großbritannien. Penistone? Yeah. Fingering Ho, Lower Dicker, Balls Cross und Cocking. Ja, okay, das ist auch ein schöner Ort. In Frankreich, oh gut, weniger witzig, Brest, naja, Brest. Ähm, Pissi, Orchi, Anus und irgendwo unten ist das noch Frankreich oder Spanien? Kondom. In Deutschland Wiener. Ne, ist es Deutschland, ja? Wiener. In Holland Rektum. Tits. Dann, ah, das ist, äh, ist das Tschechien, oder Slowakei, äh, von Baden. Ja. das ist über Österreich. Ja. Horny Police. Ja, okay, ist auch schön. In Österreich Fucking. Ja. In Deutschland Petting. In der Schweiz Bitch. Und in Italien Lavagina. Ja. ja, das sind die, ähm, jetzt haben wir endgültig explicit, jetzt darf ja. gar nicht mehr abonnieren unter 18 Jahren. Wir haben gleich Ortsnamen vorgelesen. Ah ja, stimmt eigentlich. Ja, also ich weiß nicht. Und schon wird mir da irgendwo Porno-Werbung eingeblendet. Jawohl, endlich, endlich, es ist Zeit, dass mal das wieder, dass das wieder auf die Bildschirme kommt. Äh, ja, weil der, In ja. der Internet ist verborn und Cats. Es gibt kaum ja. andere Inhalte im Internet. Die restlichen 5% teilen sich die ganzen ja, die Raubkopierer. <laughs> oh gut, die haben ja hauptsächlich Bornos. aus. Ja, mitunter, glaube ich. Und 0,0001% sind die Nachrichten. Ja, ist eigentlich hart. Das ist relativ wenig im Vergleich zum gesamten Internet. Ja, man muss Prioritäten setzen. Ja, das muss man. Lesepix Boah. Neuer Datenschutzskandal in Deutschland. Wieder einmal. Ja. Die Deutsche Post hat Adressen an die C und an die FDP verkauft. <laughs> ähm, Adressen in dem Sinn war ja nur wurscht, weil das <laughs> sind wir eh schon gewohnt. Ja. Aber nein, ähm, sogar mit ähm, Informationen über die mögliche Wähler- Tendenz der Bewohner des Hauses, zum ja. Beispiel. Ähm, zum Beispiel, welche Wohnblöcke eher, CDU, wo die CDU werben kann, weil ah. da die Wähler noch unentschlossen sind und hin und okay, her schwanken okay. zwischen DMD-Parteien oder welche Vorstädtchengebiete ungefähr wie gefärbt sind, dass man da vielleicht ah. noch mal okay. ab, doch nochmal ein bisschen Werbung einschiebt. Sehr schön. Ähm, wie sie die Daten erfasst haben, die Post hat da eigentlich ja schon ein bisschen Einsicht, würde ich mir fast trauen. Wetten ähm, der po Poster ist ja dein privater Liefer äh, dein Lieferant, mit dem der wird sich auch, ja ich, 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 keine Ahnung. Also, ja. ich, ich verstehe es nicht ganz, wie sie ganz zu den Daten käme. Sein ich kann es mir aber vorstellen, dass du da die Postler ein bisschen so ausgehorcht haben oder ausgehorcht okay. worden sind. Also, die, die klassischen Briefträger, okay. Und aber auch, wahrscheinlich ist es haben sie auch ausgewertet. Nimm ich jetzt einmal an, ähm, welche Pakete wo hingegangen sind und so weiter. Okay, okay. Sagen, ja, das. Dass ähm, der AfD-Mitgliedsausweis jetzt ähm, vom Führer selber zugestellt wird, glaube ich ja nicht. Da wird der wird ja nicht der Post <laughs> verschickt. Also von dem her. Stimmt, ja, wird er mit Sicherheit. Ähm, es, die, die Post behauptet ja, sie haben ja selber nur anonymisierte Daten verwendet aber ähm, Datenschutzexperten sagen, ähm, der Datenpool der war so, da waren so viele Daten drinnen ja. d, pro Person oder Haushalt dass man forscht, also mit einer hohen Wahrscheinlichkeit jede Person auf jeden Haushalt Rückschlüsse ziehen hat können oh, sehr also schön. haben schon sauber, sauber Daten zusammengesammelt unter anderem ähm, Angaben zu Kaufkraft, Bankverhalten, Geschlecht, Alter, Bildung, Wohnsituation, Familienstruktur, Wohnumfeld und Bkw-Besitz. Also das sind jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 9. Merkmale, wo man dann schon recht einfach auf einzelne Personen Rückschlüsse ziehen kann. Ja, ja der Hans Peter, der bestellt sich zwei, dreimal im Monat was bei Amazon. Kaufkraft wird nicht so schlecht sein, ist da bei der Schwäbisch Hall, Geschlecht männlich, Alter Mitte 30. Bildung hat, hat maturiert, äh, bla bla bla. Wohnsituation lebt mit seiner Freundin zusammen, haben keine Kinder, Wohnumfeld, ja, da der Nachbar ist ein AfD-Land, der andere ist ein Türke und <laughs> Fahrt selber ein Audi? Hey, das, äh, das ist dann schon einmal. Also, auch ohne Hans-Peter zu kennen, was man äh, ja, ja, okay, ja später das ne? ist. Also, ja, äh, die Post sagt halt äh, die leute Post sagt alles anonymisiert. Wir haben nichts getan. Wir verkaufen die Sachen nur weiter, die eigentlich bekannt sein bekannt sein und ja. Wart mal ab, was passiert. Ich, ich muss jetzt noch einmal demnächst mal ganz genau recherchieren, wie sie die Daten erfasst haben, weil das mir ist es einfach immer noch nicht so ganz klar, wie sie zu den ganzen Informationen kommen. sind. Aber tja, ich ja, du gläserne Bürger, sind ja eh schon gewohnt. Also von dem überrascht die nachricht jetzt. Nein, meine, das, das, ist, ist, das, ist, das sind so die Verschwörungstheorien, die, die, die eigentlich sich ohnehin behaupten irgendwann. Oder ja, so wenn Ja, das, das ist halt immer das, das ist aber auch auch bei Facebook, wo man sagen muss, sobald da Firma mit Werbung Geld verdient, wird sie immer Daten von dir weiterverkaufen müssen. Es geht ja gar nicht anders. Na eh. Also, wie willst du sonst mit Werbung Geld verdienen? Weil Facebook funktioniert halt zum Beispiel nur so, aber die, ne? die Deutsche Post funktioniert halt, indem man den Pakete zustellt und anderer ja, zahlt ist, er wohl fürs Paket. Da ist ja nichts mehr zu verdienen. Das ist ja. Du musst ja Zusatzgeschäft aufbauen aber nein eben aber ist zumindest ähm, bedenklich weil im Endeffekt musst du davon ausgehen dass du durch da von deinem Postler ausspioniert wirst ja. und der wahrscheinlich nicht einmal selber was davon war ja ja ich kann mir teilweise vielleicht sogar vorstellen dass das schon sehr automatisiert abläuft ja, also welche Pakete welches Ding von wo wo noch wo ja. ähm, das Postgeheimnis schützt ja nur vom Inhalt vom Inhalt ja ja und selbst, ja gut, selbst das selbst das ist nimmer so wie es einmal war früher. Nein, ich nicht. also das ist alles relativ, relativ, ja. Aber na gut zu wissen, also in Zukunft, wenn der Postler kimpt, wenn die Autos in zweimal klingelt, die Autos in die Garage stellen, die Mercedes in die Garage stellen <laughs> und, und, und den alten 89 er vor die, vor die Hand stellen. <laughs> den alten Jaguar E-Type außer vor. <laughs> So. Was hast du noch Schönes? Ähm, ja, ich habt da jetzt äh, magst du oder soll ich? Du leider eins, also machen wir zuerst eins durch und also ähm, ist, ist jetzt nur mal zum Nachlesen am Standard, äh, im am Standard, ja, im Standard ein ja. Ah, ja, interessanter Artikel über ähm, wie sich so die, die Tastaturbedienung von, von Ego-Shootern am PC äh, weiterentwickelt hat. Während man früher alles mit, mit den Pfeiltasten, mit den cursor tasten nur neben yeah. dem Nummerblock äh, gespielt hat, ähm, ist dann so Ende der 90 Anfang der 2000er auf die viele Spiele auf die WASD-Kombination yeah. umgestiegen. Und ähm, ja der Artikel beleuchtet das, ähm, beleuchtet da ein bisschen Hintergründe und, und unten vor allem die Kommentare sind recht äh, interessant ähm, zu lesen, weil da gibt es ein paar Leute, die spielen auch noch andere Tastenkombinationen ja ähm, esdf esdf zum Beispiel ähm, die komischste ist für mich asxc ja die, äh, die, die verstehe ja, ich meine, nicht ganz es ist sozusagen es als Ansatz, ich verstehe, du musst nur in Mittelfinger dann bewegen um ja um was ja, a -S ja du, du quasi du gehst mit a nach links mit c nach rechts mit s nach vorne und mit c nach hinten das ist sozusagen. Mit A nach rechts? Mit ja, A nach mit links. links? Mit X nach rechts. Nein, mit C nach rechts. Mit C nach rechts. Und mit A, mit S nach vorne und mit, mit X rechts Weil dann brauchst du leider einen Finger ganz kurz sozusagen. Also. ja ah, das ist. Es ist interessant durchzulehnen, also ich habe früher auch immer mit den Cursor-Tasten gespielt. Ähm, ja, das bis, geht. Bis ich dann gemerkt habe, WRSD ist echt geil, weil, weil so viele Tasten im Umfeld sind, die man noch, noch nutzen kann. Ja, ich meine, ESDF kann ich auch noch verstehen. Das ESDF verstehe ich auch noch. Das, äh, ich, ich verstehe ja ähm, DFGR auch noch. DFGR, ja, das geht auch noch, ja. Aber man kann das ja noch weiterspielen mit FGHT. Ja, es gibt also du kannst die ganze Tastaturbandbreite. Ja, bis noch, noch drüben bist bei KL, Bis du beim Nummernblock ja. noch bist. du wieder beim Nummernblock. Na, jedenfalls sehr interessanter Artikel. Also, ähm, wer du ein bisschen affin ist in die Richtung und Spiele und ein bisschen mit, es gibt ja kaum noch Menschen, die mit Maus und Tastatur zocken. Ähm, aber ja, es gibt halt noch doch einige, dass es ein Artikel wert ist und das durchzulesen ist. Und mein letzten Pick, den würde ich aufkolten, wenn du zu die, deine zwei Spieler, ah, okay, yeah. Spiele, Kim, noch schmeiße ich okay. dir noch dazu. Ähm, ja, ich fange, ich habe einen Artikel jetzt an, sozusagen, von ähm, ich glaube, wer ist es da? Florian Eigner ähm, mit dem Titel macht dumme Menschen nicht berühmt. Ja. Sozusagen, wo es eigentlich leider darum geht, ähm, wie viele Damen und Herren auf der Welt Zeit gewidmet wird, obwohl die nichts zu unserer Gesellschaft beitragen und sozusagen mir eigentlich Dennis so was ziemlich wertvolles geben, weil Aufmerksamkeit ist im Endeffekt halt, kann ich in unserer Zeit sagen Geld. Ja Aufmerksamkeitsökonomie. Äh, ist, weil es ist einfach Zeit ist sehr beschränkt, ist wertvoll mhm. und wenn du auf was Zeit verschwendest, dann ähm, seien das in dem Fall schlimmstenfalls bei YouTube etc. Seien das Klicks und diese Klicks werden durch Werbung finanziert. Genau ja. Und im Endeffekt gibst du dann Leid eine Monetarisierungsmöglichkeit, die keine verdienen. Aber das Thema haben wir eh schon. Ja, zu also genügend aber gesagt, das ja. ist so. Das so, so ein schöner Artikel. Also, Vor allem, sowieso ab, Florian Eigner ja. Artikel und seine Beiträge ja. auf Facebook sowieso auch immer zu empfehlen. Ja. Also äh, ja, ist als Physiker. Ja. Dem kann man nicht böse sein. <laughs> Na, oh, da während bin ich nicht böse. <laughs> ähm, was sie dazu, vielleicht das passt eh ganz gut zur Post. Ähm, gestern war sozusagen von Neo Magazin Royale noch so eine Spezialfolge: A Prison is a Dancer-Folge. Prison? Prison äh, äh, ist is a Dancer Also lastisch überwachen. Ja. Ähm, ja. Und das war gestern so Spielfilmlänge, glaube ich. Ähm, und das war sehr interessant, da sind ein paar recht lustige Dinge drin. Zum Beispiel, da war auch so eine Sache drin. Ähm, da haben sie ja, zu, da haben sie eine Person rausgepickt, die hat so ein in ihrer so halbtagsmäßig macht, ist so Bastelsachen und die macht so kleine Engel. Ich meine, ja. das sind bestimmt erst drei Teilen. genau. Du hast gerade diesen Ausschnitt rausgegeben. Das ist Verona Pod in dem Fall. Hey. Ja. Und Boah. das Neo-Magazin hat sich diese, diese Mühe angetan und hat total viel Leid auf Instagram gesagt, oder also total viele Promis, hey postet einmal ein Bild mit den Engeln, dass das Ganze viral geht. Das ist ja mal so den viralen Effekt vorgezeigt und sozusagen wie schnell es a geht. A und a natürlich dieser Seitenhieb auf diese Influencer-Geschichte war in dem Fall so also quasi: Es heben ein paar Leute sind depperten Engel in die Kamera und du verkaufst auf mal unzählige Stück von dem Käse yeah. da. Ich habe als Anna in die Kamera haltet. Wurscht, yeah. der braucht nicht einmal sagen, dass er es geil findet. Die Leute kaufen das noch. Also die Folge kann ich empfehlen, die war gestern sehr unterhaltsam. Ähm, Sein ein paar sonst auch ganz lustige Dinge dabei, vor allem, wie sie die Sachen immer über Leid, über Facebook rausfinden, sozusagen. Das ist äh, sehr lustig. Ja. Gläserner Bürger. Ja, also, also es ist sehr gut dargestellt. Also empfehle ich die, die Spielfilmlänge, ist geht schnell um. Ja. Ähm, und dann habe ich noch zwar was mein Kollege zugeschickt hat, zwar so. Open Source Projekte, wo du sozusagen Command and Conquer, Gold Project, das ist Open Source, kannst du wieder Command and Conquer spielen. Ah, ist das Original Command and Conquer? Es ist modifiziert. Es ist modifiziert. Ah, ist alte von. 5 es ist 9. das alte genau. Ah, cool. Und das kann ich jetzt wieder spielen nachher. Und ähm, Free Civ, also Civilization Open Source gibt's auch. Ja, und da wir nachher gleich noch ein ähm, ja. Zero AD oder. 0 Anodomini. Domini äh, Open Source ent, äh, Strategiespiel Age of Empires ja. Style ähm, wird entwickelt, glaube ich. Ich glaube, seit Linux-Distributionen nutzt wird das Spiel entwickelt. Ja. Ist daher schon in der Version 0. Das ist keine Ahnung ähm, ist immer noch in einer Pre-Alpha-Version yeah. man lässt sich, lässt sich aber schon, schon gut spielen damit ah, Alpha 22 ist es mittlerweile ja ähm, Lass sich schon spielen damit äh, ja Alternative zu Age of Empires Grafik ist ein bisschen schicker es sind noch nicht alle äh, Features implementiert die man einbauen will aber man kann schon damit spielen also macht, macht, macht Spaß wenn man auf strategie steht und jetzt nicht unbedingt ja viel Geld für, für ein neues Spiel ausgeben will. Also ich glaube, mit D drei Spielern bist du da war schon mal ganz gut eingedeckt. Eigentlich. Ja, also, da kannst, also Civilization dauert sowieso Jahre, wenn Ja. Also ich glaube, was war das längste Civilization Spiel, was es gegeben hat? Das glaube ich, der spielt ja nur immer. Es, es gibt irgendeinen, der hat extrem lang Apathie Civilization gespielt. Ja, ich habe jetzt äh, vor kurzem jetzt nur den Artikel gelesen, dass Civilization-Spieler. Ähm, Spiel gespielt hat und 50 Jahre vor Christus schon im Weltraum besiedelt hat. <laughs> Sehr gut. Was scheinbar ja eine Meisterleistung sein soll, weil es so eigentlich nicht geplant ist. Ja, eher so viel. Das sollte nicht so schnell und gehen. Und das Lustige war, der hat dann, ähm, den haben sie dann gefragt: Es ist das Witzige, mittlerweile ist es so, also der eine, was das so lang spielt, er sagt: Es gibt mittlerweile immer einen Weg, du kannst nur mehr Krieg führen. Es geht nichts mehr anders, also es ist so quasi, man, es kommt man so vor wie in der realen Welt teilweise. Ja, es... Es endet irgendwie immer noch an bei so den schlimmsten... Alles im Krieg, endet immer mit Krieg. Ja, also es geht nicht mehr anders. Ah, 210 Jahre vor Christus hat ein Raumschiff ins All geschickt, ja. Ja, und da sieht man auch schon wieder Atompumpe, atompomben Ja. Ja realistische strategie spiele äh, ja also civilization braucht sehr viel zeit ja deswegen habe ich nie damit angefangen <laughs> ich glaube das, glaub, das habe ich nur ganz oberflächlich äh, gespielt einmal ein bisschen probiert ein bisschen umgetan. das ja ich weiß nicht, da war mir da habe ich lieber anno gespielt also anno war mir da immer sympathischer der ja, anno habe ich nie so richtig eine gefunden das war mir fast wieder zu war auch noch nicht ein bisschen wirtschaftslastig. War wow, ist leider. eine Wirtschaftssimulation ja ich meine du kannst mhm. schon auch noch ein ja. Nein, ich, ich habe schon gern so rudimentäre Abläufe wie da der, der Bäcker braucht Weizen und das Weizen braucht einen Bauer und bla, also du bla, bla, warst bla. bei Siedler daheim na Age of Empires Rise of Nations achso okay obwohl ja. man Age of Empires und Rise of Nations noch fast wieder zu viel Krieg war ja dann wahrscheinlich bei Siedler, wahrscheinlich ja, ist also das, das Idealste vom Wirtschaftskreislauf her, das ist immer noch Banished, das hat 50 oder 60 Megabyte, ja. das ist beinharte Strategie, weil da verhungern dir innerhalb kürzester Zeit alle Wie heißt das? Banished. Äh, ja genau, Banished. Ähm, ist günstig zu haben, glaube ich, kostet nur ein paar Euro dann klingt noch ein Spiel, wo du sehr viel. Ähm, es gilt darum, mit einer kleinen Gruppe von Siedlern in, in irgendeiner Landschaft zu überleben. Man muss zuerst mal Heißen bauen, ähm, damit die nicht erfrieren. Man hat da kurz ein bisschen Vorrat an Holz, Kohle und Stein. Ähm, muss dann anfangen mit Holzen, mit Stein abbauen, muss ähm, Bäume setzen, Äpfelbäume. Man muss Rinder züchten und so weiter und so fort. Ich habe bis jetzt geschafft einen Winter zum Überleben und spätestens im nächsten sind wir alle gestorben. Weil so viel zu beachten ist, ja. du brauchst jemanden, der das, der Brennholz macht, du ja. brauchst jemanden, der das, die Kleidung macht und so weiter und so fort. Ja. Und ich habe das nie geschafft, alles zu berücksichtigen, entweder sind sie verhungert oder erfroren oder oder krank geworden. Ähm, wenn du auf Hardcore-Strategie stehst, dann besorgt ihr Banished. <lacht> <lacht> Klingt sehr frustrierend. <laughs> Es ist frustrierend, ja, also eine Session dauert bei mir nie länger wie eine halbe dreiviertel Stunde. Ja, das ist Vorteilhaft. Ja, ja, weil 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 ihr ja stirbt, also weil weil ja alle, alle Menschen sterben verhungern. Also ich sehe, der Winter ist sozusagen das was am schlimmsten ist, also. Ja. Ja, im, im, so im Sommer verhungern sie meistens nur, aber da kann man im Sommer ist recht einfach, weil man in der Nähe von einem Fluss kann man immerhin noch fischen. Ähm, im Wald kann man ähm, ähm, das ist es ja, Wild und Rehe kann man schießen, aber wenn man keinen hat, der auf das Zeug aufpasst und dafür sorgt, dass da Bestand bleibt, dann hat man halt irgendwann alles erschossen. Und ah, du, halt brauchst so ein, ah, du brauchst, du brauchst ein... noch einen, einen Wildhüter oder wie man das nennt. Ah, okay, ja. Ja, du, du kannst ja die ganzen Bäume niederholzen, nutzt aber nichts, wenn keiner mehr einsaat. Aha. Und, und das ist da alles im Spiel und das ist. Es gibt nicht viele äh, Berufe und so ja. weiter, aber man muss es halt nachher schon. Das heißt, du, muss die Abwägung. du musst ein Verhältnis einmal schaffen, dass nicht zu viel Jäger und nicht zu viel. Ja, genau. Sind. Ja. Ah, okay, ja. Es ist, also es ist recht simpel gemacht, aber es ist echt Strategie von, vom, vom Feinsten, also Hardcore-Strategie. Also okay. Ist schon, ja, auf alle Fälle ein Blick wert. Okay. Da ja, haben wir noch einen Spieletipp. Äh, ich glaube, warte mal, ich habe heute sogar Novas bei Steam runtergeladen, weil ich es zufällig gesehen habe, dass es gratis war. Ähm, äh, schlag wieder zu. Ja, nein, weil. Artis. Nein, ihr ich habt das, warte mal, wie hat es Wo kann, kann ich da irgendwo? Also ich mach's einmal richtig auf. Du kannst Steam öffnen. Ja, das habe ich mir gerade gedacht, das ist einfacher. Und jetzt halt durch ein Pile of Shame durch, durcharbeiten und durch die ganzen Spiele, die man gekauft aber nur zehn Minuten gespielt hat. Ich glaube, das sind Spiele dabei, die habe ich hab nicht einmal installiert. Ja, das, das ist ebenfalls auf mein Pile of Shame, ja. Bud Spencer? Uh, Crusader Kings 2 ist für kurze Zeit kostenlos. Crusader Kings 2? Ist okay, so, glaube ich, so aber ähnlich wie, ähm, wie... Wie nennt man es denn? Wie, äh, wie diese Total War Spiele, also ja. glaube ich, so in die Richtung geht. Kenne ich nicht, aber... Ja, so also, ja. Wenn du es im Vielschwerset gehabt, komplett. Ich Öffnen weiß, sein. Ich, ich hab's noch nicht gespielt. Ich lade's gerade erst runter. Ähm, aber ja, du machst nichts hin im Moment. Ja, ist kostenlos. Also also, viel, ja. Ähm, deshalb ist es ziemlich egal. Sonst was ich dann noch sieg, ein Spiel, was ich sogar durchgespielt habe, der Bug Butcher. Das ist recht lustig. Der Bug Butcher, oder Butcher ja. Ah, okay, das ist so. Kommt sogar, aus, kommt sogar aus Österreich. Also ist. Ähm, sehr unterhaltsames Spiel, wo du sozusagen kaum ein Jäger auf ein Raumschiff bist. Cool. Und es ist auch sehr, es ist, du hast recht schnell durch. Also es ist jetzt nichts Dramatisches, ähm, aber es ist nicht gemacht. Also es hat, ähm, ich glaube, ich habe 109 Minuten gebraucht, dabei durch. Ah, okay. Also ja. das geht eigentlich. Ja, das. ja ich finde so Spiele, wo man so ewig lang braucht, mittlerweile eh schon fast lästig. <laughs> Also, mir, mir war oft lieber Spiele, die noch 10 Stunden fertig habt und dafür aber leider 20 Euro zahlen muss. Ach so, okay, ja. Und nicht 50 Euro zahlen für 30-Stunden-Spiel, wo ich dann eh nicht fertig spiele, weil ich keine Zeit dafür habe. Weil ihr immer zuschlagen muss, man wieder, was das neue und gestern habe ich noch endlich Far Cry 5 besorgt. Aber darüber werde ich nachher in der nächsten Sendung vielleicht was erzählen, weil gestern habe ich noch ein bisschen kurz reingeschnuppert. Ja, na, also. Aber es. es macht schon sehr viel Spaß das Spiel. Es also ist ein triple A titel mit super ja. Inszenierung. Ah, mal schauen. Ich, ich bin mit den ganzen, ich wäre mit den Shooter, ich bin kein Shooter-Fan. Deshalb tue ich mir mit dir. Ist, das, ist das, das ist in dem Fall ja fast das Coole. Es ist ja kein richtiger reiner Shooter mehr. Das ist schon so ein Open-World-Rollenspiel. Okay, ja. Aber im Shooter-Style. Da okay, musst muss natürlich schon um, einen, um einen mit seiner mit seiner MG oder mit seiner Pistole aber man hat Charakterentwicklung, man hat Burks, die man entwickelt, man kann Sachen kaufen, man tut Missionen erfüllen und so weiter und so fort. Yeah. Also es ist schon rollenspiel Und hey, man, man muss da nicht einmal mit einer Waffe äh, Menschen umbringen. Man kann eine Schaufel nehmen und die Gegner aufschließen, <laughs> Endl endlich. Also ist schon ja äh, es ist halt ein Spiel, was absolut nichts ernst Also es ist, die nehmen halt nichts ernst. Alles mit ironischem Unterton. Okay. Äh, vielleicht macht es mir gerade deswegen so viel Spaß. Ich schaue schau gerade meine Steam-Liste durch, das ist wirklich furchtbar. was Ich, das ich, hast. ich will gar nicht eine schauen. Ich, ich, ich zeig, lass bei mir nur noch die installierten Games anzeigen, weil wenn ich sehe, was ich wirklich alles gekauft habe, dann, dann wäre ich traurig. Oh mein Gott. Die haben Sachen nie gespielt. Das ist, das, ist, das ist... Uh, drei Minuten, das habe ich ganz lang gespielt. Eine Minute, hui. Portal, ja, bin ich richtig gut dabei. Es ja. <laughs> ist Also, ich glaube, das lassen wir. Das lassen wir ja, weil man, man nur traurig. Da wird man sicher traurig. So, wir haben, glaube ich, unsere obligatorischen zwei Stunden geschafft. Zwei Stunden sind voll. Das ist ich hoffe, so. wir haben eigentlich wieder genug gelangweilt. <laughs> Hoff ich hoffe, ja. Oder beziehungsweise, ich hoffe, wir haben für einen ähm, kurzweiligen Zeitvertreib gesorgt. Ich, während der Langweile. Während der Langweile, ja. ja Langeweile. Ja, dann ähm, war es das für die. 1. April Sendung für die 6. Sendung am 6. April. Ja. Yeah. Und wir hören uns wieder in 14 Tagen am 20. April voraussichtlich. Ja, genau. Da Sollte ich dazwischen kommen. Da ist schon der 20. April wieder. Ui, ja, ui. dann ist schon fast wieder. Dann ist fast Mai. Dann ist Mai. Dann werden wir irgendwann wahrscheinlich einmal eine Sommerpause machen. Ja, das, das sehen wir noch nicht. Aber da warten man noch. Ich meine, wie ich schon gesagt, das ist eh die schlimmste Zeit. Wir können ja einmal eine Wochenende session einlegen gleich vier, fünf Sendungen vorproduzieren. Das können wir auch machen, ja. Das ähm, wird sich qualitativ sicher bemerkbar machen. Die werden besser. <laughs> <Das wird> besser. <laughs> ähm, brauchen wir ein bisschen Bier und Club Mate nachher machen, werden die Sendungen immer besser. Ja, wir sollten Club Mate, Bier, Red Bull, Kaffee und alles zusammenmischen und vielleicht noch drei Schmerztabletten ein. Das, ja das, dann das kann... ist es für uns erträglich aber <laughs> die Hörer noch nicht ich glaube das da kann ich nicht mehr ins Mikrofon reden na gut <laughs> passt okay ähm, schönes Wochenende da während ja aber das ist zum Zeit zu überreden noch da kannst du jetzt nicht schönes schönen Tag noch schönen Tag Entschuldigung. oder schöne Nacht noch ja stimmt okay also viel Spaß mit dem Podcast ciao bis, bis zum nächsten, nächsten Mal, Mal.